Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allerseits. Herzlich willkommen hier an Bord der Kriemhild und herzlich willkommen bei einem neuen Video von der Möbelkutscher. Wir haben diese Woche eine Großbritannien-Tour mit offiziell 30 Entladestellen, die sich allerdings ein bisschen runter revidieren werden auf irgendwas um die 20. Das heißt, es gibt auch Kunden, die doppelt und dreifach auf der Liste draufstehen. Müssen wir dann halt mal gucken, wie viel es am Ende auch wirklich werden. Wir verlassen jetzt gerade das Schiff in Dover. Es ist 19:17 Uhr britischer Zeit, das heißt, ich habe die 18 Uhr Fähre genommen. Vorher war es nicht möglich, leider. Das hatte folgenden Grund. Als ich gestern beim Hersteller ankam, war mein Auflieger noch nicht fertig. Das kann halt einfach passieren, da waren noch Fehlteile, die nachproduziert wurden und die ich gestern Abend dann erst aufladen lassen konnte. Dementsprechend bin ich erst um 0 Uhr beim Hersteller in Kaunitz gestartet. Das ist jetzt auch nicht so übelst schlimm, ja. Es ist nicht schön, aber es bricht mir jetzt auch nicht das Genick. Ja, wir sind halt einfach nur ein bisschen später beim ersten Kunden. Gut, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier schön wegkommen. Ich mache mal gerade die Berganfahrthilfe an. Vorne haben sie wieder alle nicht kapiert, dass wir hier Vorfahrt haben. Was eigentlich normal ist, denn wir fahren bergauf. Ne? Bergauf fahrende Fahrzeuge haben Vorfahrt, aber das kriegen hier manche Leute einfach nicht auf die Kette. Deswegen muss ich hier ständig an der Steigung stehen bleiben. Das ist nicht schön für die Kupplung, überhaupt nicht schön. Da haben wir schon wieder die nächsten, die sich dazwischen drängen. So, jetzt aber. Denn wie gesagt, das ist nicht gut für die Kupplung hier. Okay, so. Wie ihr seht, hier wird im Hafen, oder ihr seht es gerade gar nicht, da die Kamera es nicht im Bild hat, aber hier im Hafen wird gebaut wie die Weltmeister. Hier wird der Asphalt auf dieser Brücke neu gemacht. Und ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt bis zum ersten Kunden 242 Meilen. Ankunft voraussichtlich gegen 0 Uhr, wenn ich durchfahren würde. Das kann ich aber gar nicht. Ich bin im 4,5er Rhythmus gefahren, das heißt, ich bin bis zum Grenzparkplatz zwischen Niederlande und Belgien gefahren. Habe da eine 9 Stunden Pause gemacht und habe jetzt dann quasi noch 4,5 Stunden, die ich effektiv fahren kann. Beziehungsweise ich könnte um eine Stunde verlängern, wenn ich es denn wollte, aber das macht keinen Sinn, weil dann verliere ich eine Dreiviertelstunde, die ich nämlich für die Pause opfern müsste. Das heißt, wir werden jetzt fahren entweder bis zum Parkplatz auf der M6 Toll oder eine vorher, je nachdem was wir kriegen, verkehrsmäßig. Na? Ich habe auf jeden Fall Lust, mit euch diese Tour zu bestreiten. Ich habe Lust, euch möglichst viel zu zeigen. Ich hoffe, dass ich auch viel davon umsetzen kann. Das wird sich dann im Laufe der Woche halt herausstellen. Ne? Es ist die letzte Woche, bevor es für mich nach Malaga geht. Und am Freitag im Gespräch mit meinem Chef ist das jetzt so geregelt worden, dass ich dann nächste Woche quasi komplett frei habe, in Ruhe nach Malaga fahren kann, fliegen kann, in Ruhe zurückkommen und die Videos fertig zu machen. Das finde ich erstmal super, dass Stefan mir da so weit entgegenkommt, denn nächste Woche ist eigentlich Ratte viel zu tun. Normalerweise könnte meine Dispo sich das nicht erlauben, mich einfach eine Woche rauszunehmen. Aber Stefan hat gesagt, da gibt es keine Diskussion, das wird gemacht. Und dafür erstmal ein riesengroßes Dankeschön an unseren Chef. Denn das ist nun mal echt keine Selbstverständlichkeit, dass ich da freigeschaufelt werde. Ich als Angestellter oder Arbeitnehmer, um nach Malaga zu fahren und einen LKW zu filmen, beziehungsweise ein paar verschiedene LKWs zu filmen. Das ist nicht selbstverständlich, ja, und deswegen einmal einen Dank an unsere Firma dafür. André ist hinter mir. Den werde ich gleich mal überholen lassen, weil er halt ein bisschen langsamer fährt als meiner. Und dann werden wir mal gucken, wie weit uns die 4,5 Stunden heute tragen. Ich hoffe ja wirklich auf den Parkplatz auf der M6 toll. Wenn nicht, stellen wir uns halt einen vorher hin. Ist nur 20 Minuten vorher. Okay, Leute. So. Jetzt geht es wieder bergauf. Hoch auf die Klippe. Rechts sieht man jetzt die Boote, beziehungsweise die Schiffe, die Fährschiffe. Jetzt muss die Kriemhild auch mal ein bisschen was leisten, denn es geht ganz schön steil bergauf hier in dieser Kurve. Aber das ist kein Problem, immerhin haben wir 500 PS anliegen, ne? Sehr schön. Herrlich. Aktueller Kilometerstand von der Kriemhild, weil manches ja auch immer wieder interessiert. 438.000 Kilometer. Das heißt, wir werden diese Woche die 440.000 knacken, so rum, die 440.000. Und in spätestens übernächste Woche haben wir eine Schnapszahl mit 6 mal die 4. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen fahren, denn ich weiß gerade gar nicht, was ich euch erzählen soll, außer dass wir halt viele Kunden haben, vor allen Dingen viele sehr kleine Kunden, wo es halt nur Teile abzuladen gibt. Ich werde mal schauen, was ich heute Abend noch filme. Ansonsten sehen wir uns einfach später wieder. Reingehauen! Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So, herzlich willkommen zurück. Ich mache mal kurz eine Abfahrtkontrolle und erzähle euch was dabei, ne? So. Zuallererst gucken wir mal hier hinten, ob Schläuche und Kabel noch dran sind. Ja, da sind jetzt so Schrumpfschläuche, sage ich schon. Da sind jetzt so Überzieher drüber. Die sollen verhindern, dass sich das immer so verheddert unter den Kabeln. Und da hoffen wir jetzt erstmal das Beste, ne? Sieht auf jeden Fall auch schon mal besser aus. Kostet auch nicht die Welt. Habe ich sogar von meinem Kollegen geschenkt gekriegt, fand ich richtig cool. Aber dadurch, dass wir jetzt in Großbritannien sind, müssen wir halt morgens den Auflieger und die Maschine einmal richtig checken. Denn Ladungs- und Spritdiebe sind hier allgegenwärtig. Es ist halt einfach so. Dann haben wir hier noch ein neues System. Wie ihr hier seht, haben wir externen Strom und eine Vorrichtung. Da werde ich euch mal bei Zeiten, glaube ich, was drüber zeigen. Und zwar ist das für eine vollautomatische Beladung. Ne? Jetzt checke ich erstmal beide Plomben, weil André pennt noch. Also André Plombe ist noch ganz. Und meine auch. Das heißt, da war schon mal keiner dran. Genau, also diese Auflieger werden dann quasi nur noch an Tor gefahren und werden dann vollautomatisch beladen. Finde ich relativ cool. Werde ich euch bei Zeit noch mal was von zeigen. Meine Sackkarre ist im Außenstaufach, denn der Auflieger, der ist proppevoll. Bis an den Arsch. Also erster Kunde keine Rampe, ungeil. Aber was sollst du machen, ne? Neben mir Kühler. Der hat mir die Nacht ein bisschen versüßt. Zugmaul ist noch zu. Schloss ist auch noch in Ordnung. Ah ja. Was soll man groß sagen, ne? Was soll man groß sagen? Ist nur alles da. Arbeitszeit läuft schon. Deswegen ja auch die Abfahrtkontrolle. Ach ja. So, jetzt werden wir hier gerade noch 2-3 Minuten warten, bevor wir losfahren können. Ach, herrlich. Habe ich Lust? Nee, habe ich eigentlich nicht. Ja, wir haben Arsch voll zu tun diese Woche. Und das muss auch mal sein. Aber Lust muss ich deswegen noch lange nicht da drauf haben, ne? Aber egal, komm Leute, wir fahren jetzt los, ne? Bis gleich. Ach, guck mal. Da oben ist ja schon einer wach. Da oben ist ja schon einer wach. Man sieht nur ein großes, dunkles Loch. So, jetzt werde ich mal einsteigen hier. In die heiligen Hallen der Kriemhild. Na, Großer? Hast du auch so scheiße geschlafen wie ich? Ich nicht. Erste Mal um 2 Uhr. 3:30 Uhr, 4:45 Uhr. Schlafen war diese Woche nicht. Ist diese Woche, glaube ich, nicht so meins. Wird, glaube ich, vollkommen überbewertet. So Leute, ich werde jetzt noch kurz den Schnorkel halten und dann hau ich auch ab. Deswegen, bis gleich. So Leute, auf geht's. Ordnungsgemäß verabschiedet vom André habe ich mich. Ne? So. 60 Meilen haben wir noch zu fahren. 60 Meilen. Aber auch das kriegen wir locker hin. Licht ist an. Tja, wir fangen jetzt erstmal in Shrewsbury an. Das ist ein Kunde, der nicht mit anpackt. Ist aber auch halb so wild, sind nur 11 Kubikmeter. Aber das braucht dann halt dementsprechend ein bisschen mehr Zeit, als wenn man jetzt einen Kunden hat, der mit anpackt. Da geht es dann immer deutlich schneller. Jetzt gerade, wenn man einen Popo voll Kunden hat, ne, macht das immer mehr Freude, wenn du einen hast, der sagt, ey, komm, hier, ich pack gerade mit an. Ja, aber halb so wild. Wie gesagt, wir werden ja dafür bezahlt, dass wir das machen, ne? Wir werden ja dafür bezahlt. Hier vorne rechts ist auch nochmal ein Parkplatz. Wir stellen uns aber ganz gerne hinten hin, weil da ist deutlich ruhiger. Also wirklich richtig deutlich ruhiger. Schön, ne? Und jetzt geht es wieder auf die M6. Auf die M6. Und Ankunftszeit ist 9:45. Das heißt, ich werde die Kunden jetzt mal gleich anrufen. Um Bescheid zu sagen, wann ich da bin, damit er denn irgendjemanden vor Ort hat zumindest. Sonne knallt von hinten genau auf die Kamera und das sorgt auch für Spiegelung in der Kamera, also für Blendung in der Kamera. Das ist natürlich echt doof. Ich meine, wenn ein Spiegel blendet, ist schon schlimm genug. Aber wenn er sauber ist, dann ist das eigentlich relativ Wumpe. Kannst trotzdem was drin sehen. Bei der Kamera ist aber eine Spiegelung bzw. eine Blendung extrem doof. So. Weil ihr habt ja gesehen, ich habe gerade im ziemlich spitzen Winkel da gestanden. Und dann ist die Kamera halt super, weil du sehen kannst, ob dann aus diesem Spitzwinkel noch ein Auto kommt. Okay, so, die Kriemhild ist am Beschleunigen. Mein Navi erzählt mir was von Verkehrsbehinderung on the road. Das ist natürlich nicht so schön. Aber auch das werden wir überleben. So, ich mache mich jetzt erstmal geistig fertig, dass wir den Kunden, also darauf, dass wir jetzt gleich abladen können. In 1,5 Stunden. Und euch wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß, denn ich werde im Anschluss einmal noch eine Fahrszene mit aufnehmen, bevor wir dann beim Kunden ankommen und da das Reinfahren filmen werden, in welcher Art auch immer. Also bis gleich. Ja Leute, es ist wieder soweit, wir haben ihn gefunden. Den ersten Stau. Da Shrewsbury im, ja, ich sag mal, im Westen von Birmingham liegt, muss ich hier über die M6 fahren und nicht über die M6 Toll. Und natürlich ist diese M6 schön verseucht mit Berufsverkehr. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderschön? Ehrlich für den Arsch. Aber naja, da musst du durch als Lurch, wenn du Frosch werden willst. Na? Hat mein Vater immer gesagt. Oder sagt er heute noch. Wisst ihr Bescheid. Alles klar. Ja, ich melde mich später wieder. Stau zeigen macht jetzt wenig Sinn. Macht auch wenig Spaß. Wie gesagt, das hier ist Birmingham. Oh ja, Birmingham haben wir auch noch als Kunden. Soho Road. Mitten in Birmingham. Das wird auch noch interessant. Für euch vor allen Dingen. Habe ich schon ewig nicht mehr drauf gehabt, den Kunden. Bestimmt ein Jahr lang nicht mehr. Also generell diese Tour, die ich jetzt fahre, ne, hier quer durch ganz England. Das ist was, das haben wir lange nicht gehabt. Wirklich sehr, sehr lange nicht. Dementsprechend, denke ich mal, wird es für viele von euch sehr interessant sein. Okay, bis gleich. So, Freunde, aber ich möchte euch noch mal ein bisschen was hier erzählen zu dem, was ich hier mache und wieso ich das so mache. Ihr seht, ich bin nicht ganz links unterwegs. Und bevor jetzt irgendeiner denkt, dass ich das mache, weil ich hier im Stau an allen vorbeibrezeln will, das ist nicht ganz richtig. Und zwar sind wir jetzt hier im Stadtverkehr. Wir haben eine vierspurige Autobahn und es macht relativ wenig Sinn, die ganz linke Spur zu benutzen, denn wie ihr auch an der Straffierung schon sehen könnt, das ist eine sogenannte Hard-Shoulder-Ausfallspur. Ne? Das heißt, diese Spur ist, wenn gar kein Verkehr da ist, ist die eigentlich gesperrt für den Verkehr. Und nur wenn ganz viel Verkehr ist, wird die freigegeben. Dann ist es aber auch ratsam, dass wirklich nur die, die jetzt auf den nächsten Abfahrten abfahren müssen, dass die diese ganz linke Spur benutzen. Damit die so halbwegs flüssig ist und dass, wenn jetzt jemand rüberkommt, also von einer Auffahrt auf die Autobahn, dass er dann über diese Spur, die nicht so stark frequentiert ist, erstmal sich einordnen kann und dann auf die anderen drei über. Ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs vernünftig erklärt. Es geht halt einfach darum, dass man den Leuten das Einfädeln und Ausfahren ermöglicht. Ne? Deswegen bleibe ich hier auf dieser Spur. Weil hier jetzt alle 1-2 Meilen eine Abfahrt kommt. Und gerade wenn ein LKW nachher versucht, auf die Autobahn draufzukommen, ihr wisst das selber, die brauchen halt ein bisschen Zeit, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und damit ich nicht ständig runterbremsen muss, mache ich das so, dass ich hier drauf bleibe. Ne? Ja. Und hier steht es ja auch nochmal. 3 Spuren M6 und die 4. Spur für die Junction Nummer 5. Junction ist übrigens das Wort für Abfahrt. Na? Also wenn ihr euch mal gewundert habt, warum die Abfahrten in England mit J oder Junction gekennzeichnet sind, Junction ist eine Abfahrt. Ja. Ein sehr, sehr lustiges Wort meiner Meinung nach. Aber naja, wir haben ja auch so ganz lustige Wörter wie Pumpernickel. Sag mal Pumpernickel von einem Engländer, der lacht sich tot. Ne? Pumpernickel. Ne? Egal. Ihr seht ja, es läuft sogar halbwegs flüssig hier im Berufsverkehr, jetzt gerade zumindest. Jetzt habe ich gerade mal eine SMS bekommen hier vom UK, dass ich mich spätestens 48 Stunden im Land testen lassen muss. Das werde ich heute Abend machen. Also ich werde heute Abend mal gucken, wo ich einen Covid-Test machen kann. Eigentlich Schwachsinn, weil durchgeimpft und hin und her und Tralafitti. Aber wenn die das so wollen, müssen wir das so machen, ne? Ich werde mich diese Woche wahrscheinlich zweimal testen lassen müssen. Also einmal heute, am Dienstag und am Donnerstag nochmal. Alleine schon, dass wenn die mich anhalten und kontrollieren, damit ich diese Testergebnisse vorzeigen kann. Wenn nicht, wird es unangenehm und teuer. So, da vorne ist Dunlop. Ne? So. Diese Autobahn, die ist hier quasi... Die Ostwestfalen werden ihn kennen, wie der Ossi, also der Ostwestfalendamm, auf Stelzen gebaut und verläuft quasi über die Stadt. Jetzt haben wir ja aber diese dämlichen Wellen drin, die immer dann diese Schläge ausüben, und das bedeutet für die, die unten wohnen, ist das eine absolute Geräuschbelästigung hoch 10, ne? Aber naja. Guck mal hier, ein Renntrailer. Da ist bestimmt ein Rennwagen drin. Na egal. Okay Leute, bis nachher. So Freunde, da bin ich wieder und wir sind jetzt in Shrewsbury. Wir haben noch eine knappe halbe Meile bis zu unserem Ziel. Yep. Und ich bin gespannt, wie es da heute läuft. Kamera ist geladen, sodass wir beim Abladen auch mal ein bisschen filmen können. Freue ich mich drauf. So. Jetzt muss ich nochmal links. Das Reinfahren bei dem Kunden ist immer ein bisschen tricky. Habe ich aber jetzt auch schon dreimal gemacht, also von daher nichts Unlösbares. Ich muss nur hoffen, dass der Parkplatz relativ frei ist. Damit wir dann ohne Probleme auf seinen Hinterhof drauf fahren können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, 11 Kubikmeter, das wird ein bisschen Arbeit. Aber das Coole ist ja, dann kann ich halt auch diese Arbeit filmen für euch, ne? Das hat doch alles schon mal wieder was für sich. So. Muss ich nur gucken, ob ich jetzt hier in die erste rein muss oder in die zweite, das weiß ich gerade nicht. In die zweite. Genau. Muss ich mir einmal gerade ein bisschen Platz nehmen hier. Wir müssen jetzt nämlich rechts rückwärts reindrücken. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite aber auch Autos stehen. Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich jetzt keins der Autos erwische hier. So, ich muss mal einmal gerade mich drum kümmern, dass der Bulli hier vorne wegkommt. Sekunde. So Leute, jetzt wird das Auto einmal weggefahren, dann habe ich nämlich genug Platz, um mich auszurichten, um zurückzukommen. Na? Die Jungs sind alle sehr freundlich hier immer. So, warten wir mal kurz ab. Jetzt nehme ich euch mal in die Hand und auf die andere Seite. So. Das heißt, das ist natürlich für mich schön vorsichtig zurück, weil ich auf der rechten Seite ein Auto stehen habe, welches ich nach Möglichkeit natürlich nicht erwischen will. Gut. Den Platz haben wir. Also muss ich halt bis nach ganz hinten in das Tor rein. Oh, das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir hin. Wie gesagt, enge Anfahrten, das ist hier in Großbritannien quasi Standard. Da muss man sich gar nicht groß was bei denken. Es ist halt einfach so. Immer relativ enge Tore. Also auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht viel mehr Platz, ne? Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Es geht vor allen Dingen um das Tor da hinten, ne? Versuche ich natürlich gleich ein bisschen Knick in Richtung Halle reinzukriegen. Die Halle steht da vorne. Muss auch hier vor allen Dingen die Zufahrt freilassen. So, viel weiter brauche ich nicht, denn jetzt ist hier vorne frei. So, also Leute, wir stehen jetzt drin hier. Jetzt kann auch die Sonnenbrille ab. Jetzt werde ich mir... Feststellbremse ist auch drin. Licht kann aus, weil es ist sehr hell draußen. Ja, jetzt heißt es Papiere aussortieren und dann werde ich mal klopfen da, ne? Dann abladen. Also bis gleich. So. Jetzt habe ich die Hände natürlich relativ voll mit allem möglichen Zeug. Wir gehen auch hier lang, weil hier mehr Platz ist. Und ich muss auch gleich mal eine Sackkarre rausholen aus dem Staufach. Auflieger ablassen, Türen öffnen, beim Kunden klopfen und. Dann werde ich die Kamera irgendwo hier vorne platzieren, so dass ihr dann richtig zugucken könnt. Jetzt erstmal hier Verschluss mit Plombe öffnen. So. Border Force Plombe kann dahin. Okay. Machen wir die andere Seite auch gleich mit auf. So sieht es hier aus, ne? Und ich kann wahrscheinlich erstmal übelst viel abladen, bevor ich hier überhaupt an das rankomme, was ich brauche. So, gerade geht's Tor auf, ich melde mich gleich wieder. Ja Leute, jetzt haben wir natürlich wieder den Fall. Wir haben jetzt hier einen Auflieger, wo ich erstmal, keine Ahnung, 1,5 Kubik sind schon draußen, die nicht dazu gehören. Jetzt habe ich natürlich hier eine riesen Platte und muss mir jetzt eine Platte machen, wie ich das Ding sicher hier runterkriege, ohne es zu zerstören. Weil helfen tut mir bei dem Kunden keiner. So. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird Schäden davon tragen. So, jetzt war das Ding unten. So, erst mal gucken. Und es gehört noch nicht mal hier mit hin. So. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal neben den LKW stellen, um sie später wieder hochzuladen. Jetzt ziehen wir hier einmal über den Asphalt drüber. Die kriege ich halt einfach nicht komplett angehoben, ne? Das sollte auch jedem klar sein, dass sowas nicht geht. Aber naja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt an Teile kommen, die wir auch wirklich gebrauchen können, ne? Ja Leute, so ihr habt das ja gesehen, der erste Kraftakt ist geschafft. Ich habe schon mal ein bisschen was unten. Das meiste davon geht aber gar nicht hier zu dem Kunden, das muss nachher alles wieder hoch. Ja, das wird keine schöne Entladung hier. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich die Kamera laufen lassen soll. Wahrscheinlich mache ich es, aber Sinn wird es nicht machen. Ja. Bis ich die 11 Kubik fertig habe, ist Nachmittag. Da gehe ich im Augenblick ganz schwer von aus. Das wird nicht so schnell zu machen sein hier. Aber naja, Unterschrank, 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 Spülen, Unterschrank, Wandschrank, 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 Arbeitsplatten, Arbeitsplatten. Okay, na, ich fange erstmal an mit dem, was ich habe. Gut Leute, dann bis nachher. From the heart. So, Freunde, es sind jetzt 2,5 Stunden vergangen, seitdem ich hier stehen geblieben bin. Der Kunde ist abgearbeitet, ich habe alle Sachen wieder aufgeladen, die nicht für ihn waren. Und ich sage da am besten auch gar nichts zu, weil sonst, ja, das geht nicht gut aus. Ich gebe jetzt den nächsten Kunden ein, der kriegt nur 2 Teile. Die habe ich auch zum Glück beide schon gefunden. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Es wird auf jeden Fall nicht mehr sehr weit sein. Ich werde nicht das schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Das ist einfach ein Fakt. Jetzt werde ich den Kunden gerade recherchieren, wo genau der sitzt. Ash Kitchens sind 31 Meilen Richtung Birmingham rein. Danach haben wir Walsall und dann Birmingham selber. Ja, ich sage am besten gar nichts mehr. Das war ein Krampf. Es gibt 1000 Gründe dafür, ja, aber so macht es keinen Spaß. Jetzt werde ich mal schnell den Kunden, wie gesagt, hier in Google Maps eingeben. Sekunde. Postcode ist WV21EG. Tja, das ist ein Wohngebiet und die Adresse ist tatsächlich ein Wohnhaus. Was soll ich dazu noch sagen? Am besten gar nichts. Am besten echt gar nichts. Ihr merkt selber, ne? Das hat an meiner Laune gezogen. Ich meine, wunderschönes Wetter draußen. Zum Glück. Es hat nicht geregnet, sonst wäre das jetzt für die anderen Möbel echt schlecht ausgegangen. Die wären alle aufgequollen. Wir haben 27 Grad. Ich bin gut durchgeschwitzt, habe mir schon ein neues T-Shirt angezogen und ja. Jetzt werde ich den Kunden erstmal anrufen müssen. Weil das wird sonst, glaube ich, nichts. Okay. Bis nachher. Okidoki, Leute. So. Wir sind jetzt unterwegs. Also die nächsten Kunden liegen quasi alle im Großraum Birmingham. Jetzt quasi 31 Meilen bis zum nächsten. Wie gesagt, seine 2 Türen. Ich habe ihn gerade angerufen und er weiß Bescheid, er kommt raus. Ja, das ist ein Wohnhaus. Ich war auch schon mal da. Der hat da hinten so ein kleines Lager. Das ist eine ganz ziemlich enge Straße, aber das werdet ihr dann alle sehen. Ist nicht so schön, da reinzufahren. Wirklich nicht. Aber naja. So, jetzt ist mir das Radio reingegrätscht und zwar volles Met. Aber naja, halb so wild. Also ich habe jetzt erstmal ein bisschen was zu fahren. Ich werde zusehen, dass ich mal gleich ein bisschen was zu trinken reinschmeiße. Denn ich habe zwar 3 Glas Wasser gekriegt vom Kunden, aber da ist dort deutlich mehr durchgegangen heute. Und ich freue mich jetzt schon auf die Dusche heute Abend. Okay Leute, wir sehen uns dann kurz vorm nächsten Kunden wieder, ne? Weil ich kann nicht so viel Fahrszenen reinschneiden, da dieses Video sonst gefühlt 20 Stunden lang wird bei 30 Kunden. Ne? Hinjauen. So Leute, noch 2 Meilen bis zum Kunden, der 2 Teile kriegt. Ist das nicht ein Zufall? Wir sind jetzt in Wolverhampton. Ja, Wetter ist immer noch schön, 27 Grad. Für die Briten ein Hochsommer, der seinesgleichen sucht. nicht. Und wir haben sie wieder gefunden. Eine rote Ampel, oder? Nee, es ist ein Bus. Ein Bus. Ein roter Doppeldecker. Ja, also noch 1,8 Meilen, bis wir beim Kunden ankommen. Ich habe mir gedacht, die nehme ich euch mal mit, damit ihr so ein bisschen was von Wolverhampton sehen könnt. Ich fahre hier ganz langsam am Bus vorbei, das gehört sich so. Hier müssen wir geradeaus. Wird aber nochmal eng wegen dem Dingens. Wegen dem Caddy. Hat aber gepasst. Er hat noch seine Spiegel. Schöne Stadt, ne? Eine schöne Stadt, oder? Typisch britische Architektur. Und schon wieder ein Bus. Auch das ist Standard in Großbritannien, dass man ständig wegen Bussen bremsen muss. Na, so ist es halt. Naja, ich werde jetzt hier aber nicht über den Bordstein ballern. War auch gar nicht nötig. So, da vorne haben wir jetzt einen grauen Bus. Also den Kunden zu erreichen ist gar nicht so schwer und gar nicht so schlimm. Das Problem ist, beim Kunden wieder wegzukommen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir da wegfahren. Ich werde natürlich nicht das Abladen filmen, weil es sind zwei Teile, die schon hinten an der Kante liegen, ne? Zwei Türen. Dementsprechend ist das echt kein Hexenwerk. Oh Mann, ey. Der Bus ist schon wieder rangefahren. Und hat sich bedankt, der Busfahrer, dass ich keine Harakiri-Aktion gemacht habe. Wofür auch, ne? Wofür auch. So, jetzt müssen wir weiter Richtung City Center Ring Road. Bleiben also geradeaus. Und ihr seht es ja selber, diese Spuren, die sind nicht mal 2,50 Meter breit. Also, warum man hier zwei Spuren draus gemacht hat, das versteht niemand. Und ich am allerwenigsten. ...27 Grad, ey. Das wird wieder viele rote Briten geben. Ne? Ja, so eine Meile kann ganz schön lang werden. Muss mal gucken, ob ich die Szene ein bisschen einkürze. Jetzt werde ich mal versuchen, vorsichtig am Bus vorbeizufahren. Genug Abstand kann ich halten. Muss ich gleich im großen Kreisverkehr rechts. Richtung M5, M6. Und wieder eine rote Ampel. Ich halte mich jetzt mal mit Absicht in der Mitte. Ja, ja, ja. Ach Mann, ey, ich hab keine Lust. Aber fürs Lust haben werde ich nicht bezahlt, ne? mich instinktiv sogar für die richtige Spur entschieden. Super. Wir müssen nämlich auf die Ring Road nach Süden. Jetzt haben wir noch 0,8 Meilen. Scheibe mache ich jetzt mal hoch. Im nächsten Kreisverkehr sollen wir links. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig einsortiert, weil ich nämlich direkt nach dem Linksabbiegen quasi wieder rechts abbiegen muss. Ich hoffe, dass hier zweispurig abgeht und da gehe ich im Augenblick auch ganz stark von aus. Da vorne wird es wieder grün. Genau, und jetzt soll ich gleich wieder rechts. Echt eine schöne Stadt, wenn es mal nicht regnet, ne? Ja, jetzt kommen wir dahin, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das passt. Straßenführung ist, manchmal sieht das echt verworren aus, vor allen Dingen für euch als Zuschauer, ne? So, genau, und jetzt sind wir kurz vorm Kunden. Ich muss gleich nur noch mal links abbiegen und dann sind wir quasi da. Ich muss nur gucken, dass ich die richtige links nehme. Hier ist es. Okay. Jetzt werde ich mich gleich hier vorne auf dem Bürgersteig links draufstellen, denn ihr seht selber, diese Straße ist nicht für Fahrzeuge meiner Art geeignet. Zwar überhaupt nicht. Und deswegen mache ich mich jetzt mal klein und dreckig. So, dass noch möglichst jemand dran vorbeikommt hier. Dann werde ich schnell die beiden Teile abladen. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. Ah. Okay Leute, das war's schon. Der Kunde ist abgearbeitet. Machen wir direkt wieder den Motor an, damit das Klima wieder wirken kann. Das Radio haut uns natürlich direkt wieder dazwischen. Keine Ahnung warum. Ist aber auch egal. Jetzt muss ich nämlich die Papiere hier hinten reinpacken. Die abgearbeiteten. Und dann müssen wir die Papiere für den nächsten raussuchen. Und der bekommt exakt eine Küche. Das macht es relativ einfach, hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß, ich habe meine Sonnenbrille auf und die können meine Augen nicht sehen. Ist so, ne? Und jetzt kann ich nämlich den nächsten Kunden eingeben. Okidoki, so. Adresse, Großbritannien, Postleitzahl, WS29HQ. HQ steht wahrscheinlich für Headquarter. So. Und jetzt werde ich natürlich direkt wieder. Das sind 8 Meilen. Und immer direkt einmal checken, wie es beim Kunden vor Ort aussieht. Denn gerade wenn man länger nicht mehr hier in der Gegend war, ist das auf jeden Fall ratsam. Okay, das ist auf jeden Fall Industriegebiet. Das ist schön. Gut, dann werde ich jetzt im nächsten Atemzug den Kunden anrufen. Das macht nämlich auch Sinn. Okay. Schauen wir mal. Das ist eine geile Nummer. Thank you for calling. Please listen carefully to the following options. Please press 1 for MPS Contractors Limited and Ashley Homes. Please press 2 for Ashley Interiors. Good afternoon, Ashley Interiors. Yeah, hello ma'am. My name is Sasha and I'm just a driver from Nobilia Kitchens. Oh, Nobilia Kitchens, yeah, that's fine. Yeah. Are you here? No, I'm just on the way. I'm still arriving. Let me have a look on my GPS. A few minutes before 2 o'clock with only one kitchen, but it's a big one, yeah? Okay, no worries. Before 2 o'clock, that's fine. Perfect. Thank you very much. No worries. See you then. Bye. Bye. So, Leute, jetzt guckt da mal nach vorne, weil jetzt wird es spannend. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Das Rausfahren hier ist nämlich eine Hürde. Jetzt muss ich ein bisschen einlenken hier. Kleiner Bordstein. Um davon runterzukommen. Das hat auch geklappt. So, und jetzt seht ihr, die Straße rechts ist zugeparkt und zwar soweit das Auge reicht. Jetzt steht da vorne einer, der will durch und der blockiert natürlich meinen Platz, den ich brauche, um links abzubiegen. Fuck. Ja, Großer, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. I need that space there. So, jetzt muss er nämlich mal weg. So leid es mir tut, er kann in die Straße dahinter einmal rückwärts reinfahren. Das wäre das Beste. Damit ich die Chance habe, hier drum rum zu fahren. Es ist hier einfach schweinsteng. Wie ihr ja sicher selber auch sehen könnt, ist das hier nicht optimal. Und zwar wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Bei ihm habe ich mich jetzt natürlich bedankt hier mit dem Handzeichen. Okidoki. Also wir haben 7,9 Meilen, werden so kurz vor 2 da ankommen beim Kunden. Und das ist halt gerade hier für die Kunden in Großbritannien. Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir den Kunden einmal anrufen und ihn vorab informieren, dass wir auf dem Weg sind, weil viele Storage, also Lager, sind nicht dauerhaft besetzt. Das ist einfach ein Fakt. Und dementsprechend macht das halt einfach wirklich Sinn, den Kunden vorher zu informieren, hey, ich bin der und ich habe das und das für dich und ich werde ungefähr dann und dann bei dir ankommen. Das macht richtig, richtig viel Sinn. Ne? So, jetzt müssen wir einmal rechts und im Anschluss direkt wieder links. Jetzt muss ich für den Bulli, der da um die Ecke geschossen kam, gerade noch ein bisschen Platz machen. Und jetzt muss ich wieder hier links rein. Das ist auch so eine enge Gasse. Aber die ist diesmal nicht zugeparkt. Das ist gut, weil hier parken ganz oft auch Autos. Und dann wird es schwierig, hier rein und raus zu fahren. Vor allen Dingen, wenn sie bis vorne zum Zaun stehen. Ne? So, jetzt müssen wir nämlich am Ende wieder links. Aber naja. So Leute, ich werde jetzt mal hier ein bisschen durch den Stadtverkehr fahren, um den nächsten Kunden zu erreichen. Und zu euch sage ich dann jetzt einfach mal bis später. Ja? Wir sehen uns beim nächsten Kunden, denn wie ich schon mal gesagt habe, sonst wird das Video 10 Stunden lang. Alles klar? Reingehauen. So Freunde, wir sind fast da. Es sind noch 500 Yards. Okidoki. Okay. 500 Yards. Muss ich hier links rein. Okay, jetzt öffne ich mir gerade parallel nochmal das Satellitenbild, um zu sehen, dass ich auch richtig bin. Aber wahrscheinlich bin ich gerade schon dran vorbeigekommen. Ja. Schon ein vorher reingemusst, gekonnt, gedurft. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier gleich drehe. Okidoki. So, jetzt erstmal rechts und dann drücke ich hier zurück. Manchmal ist das halt einfach so, ne? Fährt man mal just am Kunden dran vorbei. Bis da lang. Ja. Das ist natürlich scheiße, wenn hier alles immer zugeparkt wird ständig. Und der nächste jetzt einfach mal so, ich will nicht aber so rechts abbiegen. Ja, dann mach doch. Du Geige, du. Siehst du wohl selber, dass das gerade scheiße ist, oder? Was du hier fabrizierst. Anstatt, dass du einfach mal nach links fährst mit deiner Solomaschine. Nee, er zieht hier einfach mal voll den Ego-Trip durch. Lächerlich, echt. Sollen sie alle machen. Unit 19, okay, ja, die habe ich schon gesehen. Super. Was ein Scheiß hier, ne? Das ist wieder typisch britisch. Na gut, fahre ich jetzt einfach vor. So weit wie es geht und mal gucken, ob da einer kommt. Okay, Leute. So, wie euch vielleicht aufgefallen ist jetzt, stehen wir jetzt genau andersrum. Ich musste noch mal rausfahren rückwärts und rückwärts reindrücken, weil anders wäre das hier nicht gegangen. Es hat aber auch übelst lange gedauert, bis hier die Küche komplett war, weil die Verladung halt einfach nicht gut ist. Das ist mehr als ärgerlich. Ich bin jetzt unterwegs zum 4. Kunden. Und werde da um 10 vor 4 ankommen. Um 4 Uhr macht er seine Toren aber zu. Und ich weiß nicht, ob ich seine paar Remedials schnell genug finden werde. Naja. Das ist mega ärgerlich. Mega ärgerlich. Weil wir müssen jetzt nach Birmingham in die Soho Road rein. Vier Kunden am ersten Tag. Schwach. Ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Brennen die Augen vom Schweiß, denn es sind draußen mittlerweile 32 Grad. Dementsprechend habe ich auch wieder gesaftet und das zweite T-Shirt ist durchgeschwitzt. Tja, so ist es aber. Na, that's life. Lust habe ich jetzt mal volles mit gar keine mehr, aber that's life. Ich muss auch nicht jeden Tag richtig gute Laune haben. Das hat mir ein sehr netter Mensch gerade auch noch in den Kommentaren bestätigt. Warte mal, ich möchte dich auch gerne erwähnen, weil das hat mir echt gefallen, was du da geschrieben hast. Und zwar der Thomas. Der Thomas hat geschrieben, dass genau das auch das Leben ausmacht und auch diese Videos. Dass es eben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Leute, ich bin so dankbar dafür, dass ich Zuschauer habe, die so denken und reden, also sich artikulieren können. Ach, unbezahlbar, wirklich unbezahlbar. Gut, ich werde jetzt... Ja, ich würde euch gerne beschreiben, wie es auf dem Auflieger aussieht. Also ich habe jetzt einen Haufen, also wirklich einen Haufen Kleinteile, die ich nicht vorsortieren kann, denn ich muss das ja irgendwie auch gesichert kriegen. Ich habe riesige Platten an der Seite stehen, also wirklich riesige. Insgesamt 7 Stück. Und die kriege ich schon kaum gesichert. Zusätzlich habe ich dann ungefähr 70 Türen, so schätzungsweise 60, 70 Türen, die jetzt alle im Weg immer sind, die ich tausendmal anfassen muss und hin und her packen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Aber that's life. So, wir fahren jetzt rein nach Birmingham City in die Soho Road. Das ist quasi eine der Hauptstraßen in der Innenstadt. Da ist immer viel Verkehr, da ist immer Stau und wir fahren da jetzt gemeinsam rein. Ja, ich hätte lieber gute Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber einen topgeladenen Auflieger und ich hätte lieber eine Sahnetour. Aber die Umstände sind halt, wie sie sind. Und damit müssen wir leben. Vor allen Dingen ich. Ihr müsst es ertragen, ich muss damit leben. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was kommt. Ich habe ja gute Laune. Es ist ja nicht so, dass ich hier einen auf Mimimi machen will oder so. Ganz im Gegenteil. Na? Ganz im Gegenteil. Aber optimal ist es halt nicht. Ne? Aber unter optimalen Umständen kann ja auch jeder gut arbeiten. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja, da ihr jetzt eh nur die ganze Zeit hier eine Rückwand von einem anderen LKW sehen würdet, weil wir hier erstmal stockenden Verkehr haben, ohne Ende, würde ich sagen, wir sehen uns gleich kurz vorm Kunden. Ne? Wenn wir in der Soho Road sind, mache ich die Kamera wieder an. Okay, bis dann. Ja, Leute, Freunde, so, ich bin jetzt runtergefahren von der M5. Ich war vorhin ganz kurz auf der M6, dann auf der M5 und jetzt fahren wir rein auf die Soho Road. Ja. Zum Glück haben die meisten Kreisverkehre hier Ampeln. Na? Zum Glück. Und zum Glück kann ich mich hier genau am Stau dran vorbeizwängen. So. Also in 2,2 Kilometern sind wir da. Wir sind jetzt, das ist Birmingham Zentrum, da vorne ist ein Stadion. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Fußballverein das ist. Ich kann es euch gerade echt nicht sagen. Ich hoffe, dass der Verkehr jetzt hier nicht totales Chaos wird. Das kann ich schlecht abschätzen, aber ich hoffe einfach mal das Beste. Oh ja. Dann mach doch mal die Tür auf, während der LKW kommt. Yo, jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt, großer. Der hätte ich nicht mehr bremsen können. Wenn der die Tür voll aufgezogen hätte, dann hätte ich sein Auto zum Dreitürer gemacht. Definitiv. Dann wäre aus dem Viertürer ein Dreitürer geworden. Oh Mann. So, da drüben stehen Schüler, die auf den Bus warten. Es ist 15:33 Uhr. Ist auch schon krass, wie lange die Schüler hier zur Schule gehen. Ne? Die haben quasi den ganzen Tag Unterricht, so wie andere Leute arbeiten gehen. Und dann immer schön in Schuluniform mit Sakko und hin und her. Wobei, Schuluniform bin ich ein Verfechter von, ne? Finde ich eine coole Sache. Weil wie viele Menschen, auch die ihr kennt, sind in der Schule gemobbt worden, nur weil die Eltern sich nicht leisten konnten, sie mit den teuersten Klamotten auszustatten oder die besten Schuhe zu kaufen. Da finde ich eine Schuluniform sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Die muss nicht unbedingt aussehen wie hier in England, wo die Kinder aussehen wie kleine Erwachsene. Ja? Das muss es nicht unbedingt. Aber einheitliche Kleidung finde ich sehr, sehr gut. Und es hat ja auch dann wieder was mit Identifikation mit seiner eigenen Schule zu tun. Ne? Das ist genauso wie Arbeitskleidung. Man soll sich ja auch mit seinem Arbeitgeber identifizieren. Im Idealfall sollte das so sein, denn nichts ist schlimmer, als für jemanden zu arbeiten, den man nicht leiden kann, oder für einen Betrieb zu arbeiten, in dem man nicht arbeiten will oder so. So, da vorne steht ein LKW. Und der Fahrer scheint ausgestiegen zu sein. Na herrlich, das wird jetzt erstmal Stau geben. Ja, wir haben jetzt den Kunden in der Soho Road und danach haben wir einen Kunden in Coalville. Das ist der, wo mir Paul damals auch geholfen hat beim Abladen. Was ein richtig, richtig guter Move war von ihm. So, ich gehe jetzt schon mal nach rechts, weil ich jetzt sehe, dass da vorne der LKW steht. So, und erst kurz hinter ihm rauszuziehen, da hätte ich wahrscheinlich noch bis Sankt-Nimmerleins-Dach gestanden, ne? Deswegen jetzt der Move, dass ich eher rausgezogen bin, um mich halt dran vorbei zu schlängeln, sagen wir mal so. Der Schlingel hat sich vorbeigeschlängelt. Nur noch 1,5 Meilen. Es ist 15.36 Uhr. Wie gesagt, um 16 Uhr macht der Kunde seine Türen zu. Das hat er mir gesagt, um 16 Uhr ist Ende. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeitdruck, jetzt gerade beim letzten Kunden. Das ist mega ärgerlich. So, jetzt ist mir doch glatt die Flippe ausgegangen. So. Noch mal so ein bisschen Puls. Herrlich. Also Birmingham ist eine schöne Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wirklich eine schöne Stadt. Mit einer sehr, sehr gemischten Bevölkerung. Das sage ich einfach mal wertungsfrei. Na? Oh, 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 oh. Da hast du deinem kleinen Bruder aber jetzt Scheiße gezeigt, mein Lieber. So. Und wir kommen gut durch. Wir kommen wirklich gut durch. Herrlich. Normalerweise fährt man hier von Ampel zu Ampel 10 Minuten. Und ich bin wirklich gut durchgekommen bis jetzt. Wir haben nur noch eine Meile. Satan Ziege. Da war natürlich wieder eine rote Ampel. Die Bremse vom Auflieger macht Geräusche. Werde ich mich nachher unter Feierabend mal drunter legen und mal gucken, wie es mit den Bremsbelägen aussieht am Auflieger. Weil die kann ich über die Maschine nicht checken. Die Bremsbeläge der Maschine kann ich mir anzeigen lassen. Das heißt, ich muss mich nicht jeden Morgen unter das Auto legen, um zu gucken, ob die Bremsen noch in Ordnung sind. Klar, Risse können sie mir nicht anzeigen, ne? Also hin und wieder muss man das auch mal machen. Aber das muss man nicht jeden Morgen machen. Zumal unsere Fahrzeuge nicht so krasse Bremsbelastungen haben. Ich habe ja immer noch, jetzt nach 440.000 Kilometer, die er jetzt bald drauf hat, sind wir immer noch bei 90% Bremsbelag, beim ersten Bremsbelag. Ne? Das schafft man am Pkw natürlich nicht. Na komm, werd grün bitte, Ampel. Wir essen noch zeitig. Genau. Satan, wie wenig Verkehr hier ist. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für die Soho Road. Das kann ich euch aus Erfahrung verraten. Da vorne haben wir gleich einen Lidl. Die gibt es nämlich überall in Europa. Und die rote Ampel ist gerade auf grün umgesprungen. Sehr gut. So, und ich kann den Kunden quasi schon sehen. Da vorne ist nämlich so eine riesen Moschee oder sowas. Oder es kann auch ein Tempel sein, ein indischer Tempel, ich weiß es nicht. So, und jetzt kommen wir eher in den Verkehrsbereich, den man sonst so kennt. Ach ja. Wie gesagt, hier reiht sich Geschäft an Geschäft. Und wie gesagt, ethnisch ist das hier bunt gemischt. Wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Da vorne steht ein PKW entgegen der Fahrtrichtung auf unserer Spur. Das heißt, ich muss mir jetzt gleich wieder die Lücke nach rechts suchen, um daran vorbeizukommen. Und das ist halt auch extrem wichtig, ne? Immer schön vorausschauend unterwegs sein. Ich weiß auch nicht, wie man sich hier abparken kann, wirklich. Gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund für, dass wir den AMG mal noch gerade fahren. Und wie gesagt, hier bunt gemischt, ne? Geschäft an Geschäft, indische Geschäfte, also asiatisch ist hier eh ganz viel, arabische Geschäfte ohne Ende. Und ganz, ganz viele Schüler überall unterwegs. So, normalerweise hat der Kunde ein Lager direkt quasi links an der Straße, wo ich rückwärts ranfahren muss. Das ist aber zu 90% zugeparkt. Deswegen werde ich mich gleich vor sein Ladengeschäft stellen, Warnblinker an, rausspringen, ihm die Papiere in der Hand drücken und dann versuchen, so schnell wie möglich seine Sachen abzuscannen. Hier ein Schmuckladen, orientalisch. Brautmoden auf der rechten Seite. Indisch. Also ihr seht das ja wirklich hier. Menschen aller Couleur. Der Bus wird mich jetzt wahrscheinlich noch ein, zweimal aufhalten. Das ist völlig normal. Die haben immer nur sehr kurze Wege von Haltestelle zu Haltestelle. Da hat er sich einfach mal Vorfahrt genommen, die er nicht hatte. Es sind nur noch 600, 700 Meter bis zum Kunden. Ihr merkt selber, also ich bin ja selber angespannt gerade wie die Sau. Ich hoffe, der Bus fährt jetzt mal langsam los hier. Macht er nicht. Dann gehen wir jetzt mal, wo der Verkehr steht, dran vorbei. Denn da vorne sprang gerade wieder eine Ampel auf grün und die würde ich auch ganz gerne bei der Farbe nutzen. So, jetzt sind wir ganz kurz vom Kunden. Ich muss jetzt einmal schnell gucken, ob sein Yard vorm Lager frei ist. Wenn ja, fahre ich da rückwärts rein. Wenn nein, fahre ich einfach vorwärts beim Kunden vor die Tür. Das habe ich auch schon erzählt, ne? So. Ich mache schon mal einen Warnblinker an. Nein, ist nicht frei. Ist nicht frei, okay. So, jetzt werde ich schnell rausspringen. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zurück im LKW. Die Lüftung läuft draußen. Immer noch 30 Grad. Birmingham ist abgearbeitet. Jetzt geht es nach Coalville. Ich glaube aber nicht, dass ich da heute... Da brauche ich heute nicht mehr hinfahren. Ich werde ihn gleich anrufen, fragen, wie es für morgen aussieht. 673 PH. So, das ist auch gut, dass ich den jetzt geschafft habe, weil wir haben bis zum nächsten wieder 35 Meilen. Also eine knappe Stunde Fahrt. Beziehungsweise, ja, über eine Stunde. Ich bin im Arsch. Ich brauche nur noch eine Dusche. Guckt da nach vorne, dann erzähle ich euch wieder was, okay? Okay, so, wir machen uns jetzt auf den Weg raus hier. Oh, ich bin echt am Schwitzen wie ein Schwein. Ich weiß gar nicht, ob Schweine schwitzen können, aber wenn sie stark transpirieren, dann ungefähr so wie ich gerade. Also wie gesagt, dass hier nochmal 30 Grad wird und das... Im September, ne? Hätte in Großbritannien wahrscheinlich auch keiner gedacht. Alter Falter, was ein Altweibersommer. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Puh. 34 Meilen, habe ich schon gesagt, ne? 34 Meilen trennen uns von hier bis Coalville. Mein Wasserkanister ist zum Glück voll, denn auf dem Weg dahin gibt es nicht wirklich einen Service. Und ich will auf jeden Fall so nah wie möglich ranfahren, um bei dem Kunden morgen möglichst früh abzuladen. Ne? Boah, Alter, bin ich fertig. Da steht einer auf der Straße. Kann man ja mal machen, ne? Boah, Klimaanlage, ey. Was eine geile Erfindung. Ich bin zum Glück nicht anfällig für Zug oder dergleichen. Also viele Menschen haben ja Probleme mit Klimaanlagen. Ich gehöre da auf jeden Fall nicht zu. Und das ist auch gut so. Den Weg, den wir jetzt rausfahren, den kenne ich natürlich schon auswendig fast. Ihr noch nicht. So, jetzt lasse ich erstmal den Bus durch. Weil ich musste mich auch auf die andere Seite. Der Busfahrer hat sich auch echt nett bedankt. Ja, es ist halt immer so, wie man in den Wald hineinschreit, ne? So schallt es halt auch heraus. Das kann man wirklich so festhalten, ne? Geht ihr gut mit eurer Umwelt um und mit euren Mitmenschen, kriegt ihr meistens auch ein Dankeschön zurück. Ich meine, nicht von allen, ne? Aber... Ja, Kriemhild. Der hat geparkt und ich musste dran vorbei. Jetzt hat sie gedacht, dass ich gleich eine Kollision haben würde. Ist natürlich Quatsch, ne? Ich bin so am Schawitzen. Dass es jetzt noch nicht mal Sinn macht, ein frisches Shirt anzuziehen. Weil ich dann nämlich in das frische Shirt rein transpiriere. Das wäre natürlich wirklich uncool. Jo Leute, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, denn ich werde jetzt mal gleich einen Anruf tätigen. Man hat versucht, mich anzurufen. unser Fuhrparkleiter Mike, mit dem werde ich mal gerade noch telefonieren. Und wir sehen uns dementsprechend später wieder, ne? Rinjahauen. Guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen hier wieder zurück. Es ist jetzt Mittwochmorgen, Tag 2 der Zustellung. Wir fahren gleich auch los zum ersten Kunden. Es ist jetzt 9:23 Uhr. Um 10 Uhr macht der Kunde aber erst auf. Na, und ich habe nur 4 Meilen oder so bis dahin, also wirklich nicht weit. Ganz wichtig, aber das will ich jetzt einmal loswerden, und zwar möchte ich euch was zeigen. Es hat sich schon vor Wochen ein richtig cooler Typ bei mir gemeldet, der ist Reisebusfahrer und hat gesagt, so YouTube-Kanal, da hätte er ja auch Bock drauf und hin und her und kannst ein paar Tipps geben. Hab ich ein paar Tipps gegeben und jetzt sind die ersten beiden Videos raus und ich muss sagen, mega gut. Und zwar müsst ihr mal bei YouTube gucken unter Bus Traveler. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Spiegelt wahrscheinlich volles Met. Genau, mit dem Reisebus quer durch Europa, Bus Traveler. Lasst mal bitte netten Kommentar da, wenn ihr dann da seid und euch das Video angeguckt habt. Ihr werdet begeistert sein. Also wirklich der... Ich habe den Vornamen leider schon wieder vergessen, aber es macht ja jetzt auch nichts. Warte mal, ich gucke mal in die E-Mail rein, die ich von ihm gekriegt habe. Er macht das wirklich mega, mega gut. Das ist ein richtig, wie soll man das sagen, ja, richtig Reiseberichte, ne? So wie man sich das eigentlich auch vorstellt, ne? Und das ist einfach schon echt gut. Und zwar heißt er Micha. Genau, den Micha. Den könnt ihr mal bitte gerne unterstützen. Und ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen, ihm mal ganz, ganz schnell über die 1000 Abonnenten-Marke zu pushen, denn das hätte er verdient. Das hat er wirklich richtig gut gemacht. Seine ersten beiden Videos sind quasi von einem Trip auf 2 Videos geteilt, jeweils eine halbe Stunde. Die Länge finde ich auch vollkommen okay. Und dafür, dass das das erste richtige Video von ihm ist, beziehungsweise die ersten beiden richtigen Videos, die ja zusammengefasst eigentlich eins sind. Ey Leute, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert und Support ist kein Mord, dementsprechend rauf auf den Kanal und schaut euch das an. Und wenn es euch gefällt, dann lasst bitte auch ein Abo und ein Like da und vielleicht einen Kommentar mit Hashtag Grüße vom Möbelkutscher oder irgend sowas in der Art. Das wäre richtig cool, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Was mich nicht so freut, ist, was noch vor mir liegt. Krasser Umbruch zu dem, was uns jetzt noch bevorsteht, und zwar unser nächster Kunde. Also die Freude hat jetzt mit dem Kunden nichts zu tun, aber der nächste Kunde, der kriegt auch nur Kleinteile, also die nächsten Kunden kriegen alle nur Kleinteile, bis dann mal einer irgendwie 4 Kubik kriegt. Wir sind jetzt hier kurz vor Coalville, der Motor läuft schon, ich werde mich jetzt mal aktuell anmelden hier, Eingabe, Fahrer 1, Beginnland UK. Ich muss auch gleich die Abfahrtkontrolle noch machen, die mache ich dann draußen. So, und diese Kleinteile zu finden, das ist im Augenblick echt nicht einfach, denn... ja, es ist halt so, dass wenn viele Kunden viele Kleinteile nur kriegen und keine Küchen, dann haben es auch die Verlader schwer, da eine ordentliche Reihenfolge reinzukriegen, weil auch die müssen das Zeug ja so verschachteln, dass es nicht beschädigt werden kann. Das heißt, ich habe ein kleines Chaos da hinten auf dem Auflieger. Ach, sorry, Nase sitzt ein bisschen zu. Aber das ist halt einfach so, ne? Es ist halt einfach so. Ich werde euch im Laufe des Tages auch nochmal mit auf den Auflieger nehmen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, auch wenn die Kamera es gerade nicht hinkriegt, mein Gesicht wieder zu fokussieren. Aber das soll ja egal sein. Ich bin trotzdem gut gelaunt, froher Stimmung, und ich glaube, das wird ein interessanter Tag auch für euch. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu filmen. Ich war sogar am Überlegen, ich zeige euch mal den Parkplatz, wo ich hier stehe. Ich war sogar am Überlegen, hier mit der Drohne zu starten, aber ganz ehrlich, ich stehe hier so halb unterm Baum, da kann ich kaum filmen. Und ich glaube, das wäre verbindungsmäßig auch nicht so cool. Deswegen schauen wir mal, ob wir das später am Tag nochmal hinkriegen, die Drohne zu starten und für euch dann dementsprechend ein paar schöne Drohnenaufnahmen zu machen. Dafür muss man halt immer auch die Zeit haben. Und dadurch, dass wir jetzt so viele Kunden haben, habe ich viel zu rangieren, viel zu gucken, viel abzuladen, oft raus, Türen auf, Tür zu, Türen auf, Tür zu, ihr kennt das. Dann müssen wir mal gucken, wie ich die Zeit finde. Ansonsten... viel Spaß jetzt mit diesem Mittwochmorgen und bis nachher. So, Freunde, herrlich. Schöne Grüße einmal von Micha. Ich habe gerade noch mit ihm per WhatsApp ein bisschen hin und her getextet. Ihr habt es ja gerade schon gemerkt. Also ich bin richtig begeistert von dem, was er da abgeliefert hat. Und ich drücke ihm alle Daumen, dass das auch, ja, dass das eine richtig coole und möglichst große Sache wird. Das hätte er sich mehr als verdient, weil er hat gut recherchiert. Er hat viele Fakten mit in sein Video reingebracht. Das ist einfach mega. Also wirklich mega. So, wir befinden uns jetzt allerdings in der Anfahrt auf unseren Kunden hier in Coalville. Es ist nicht mehr weit bis zu dem. Der kriegt auch nur ein paar Kleinteile. Also nichts Wildes. Nichtsdestotrotz muss ich da auch wieder mitten in der Innenstadt stehen bleiben. Halb auf dem Bürgersteig, was nicht optimal ist. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um dort abladen zu können. Ich hoffe, dass ich seine Sachen schnell finde und dann ab zum nächsten kann nach Nottingham. Ja, Nottingham ist von hier aus gar nicht so weit. Rugby habe ich auch noch drauf. Also das sind so die nächsten Orte, Rugby und Nottingham. Na, Nottingham am Sherwood Forest. Ja, ganz genau. Na, Robin Hood und so, ihr wisst Bescheid. Jetzt muss ich einmal hier schnell die Kreuzung räumen, weil ich glaube, die ist schon wieder rot geworden hier für uns. Okay, hat aber gut geklappt. So, ihr seht es ja selber hier, Coalville selber ist also eine typische englische Kleinstadt. Ziemlich eng und genau an dieser Straße müssen wir halt nachher einfach stehen bleiben. Ist nicht optimal, ich weiß. So, jetzt hat er da was noch weniger Optimaleres gemacht. Er ist nämlich durchgezogen, obwohl das parkende Auto da steht. Jetzt muss ich mal gucken, aber das passt anscheinend. Ja, das dürfte passen. Optimal ist nicht, aber... Ihr seht es ja selber, auch die Paketdienste sind jetzt gerade noch unterwegs. Wie hier zum Beispiel... einer meiner Ex-Arbeitgeber. An diesen Verein habe ich ja 4 Jahre meines Lebens verschwendet, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt lassen wir die Frau hier einmal ganz kurz über die Straße, damit die sich ja queren kann, ne? Gut. Ich glaube, da vorne steht auch noch ein Bulli vom Kunden. Das ist natürlich heute, bringt uns das gar nichts. Ich muss hier schön ruhig durch die Kreisverkehre, weil die sind schweinseng. Auch mit diesen ganzen Bordsteinen und so. Nicht gut. So. Der Bulli steht suboptimal, weil genau da muss ich eigentlich stehen. So, ich glaube, die haben mich aber auch schon gesehen. Jetzt fahre ich einfach hier auf dem Bordstein schon drauf. Anders geht's nicht. Mach den Warnblinker an. Also gleich mal gucken, dass wir eben seine Teile da irgendwie reingeben können. Okay, Leute, bis gleich. Okay, Freunde. So, ja. Mein Navi will, dass ich jetzt an diesem Kreisverkehr drehe. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Aber naja, ich weiß ja schon Bescheid, wo ich hier lang fahren kann und wo ich lang fahren muss. Der Stopp selber hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Das ist auch richtig gut so. Wir sind jetzt unterwegs. VIS. Mein Visibility-Systemfehler. Ich weiß jetzt nicht, was mein Scania mir gerade sagen will. Mein VIS hat ein Problem. Muss ich gleich mal auslesen, das Auto. Mal gucken, was das für ein Fehler ist, was für ein Fehlercode. Kann ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren. Hört zu, also wir sind jetzt unterwegs nach Nottingham, um dort den nächsten Kunden anzuliefern. Ich hoffe auch sehr, dass das alles reibungslos funktioniert. Na? Jetzt haben wir erstmal noch hier so ein paar enge Straßen, die wir passieren müssen. Wie gesagt, eng ist ja immer relativ, aber wenn es zugeparkt wird, dann wird es halt einfach eng, ne? Haben wir noch mal kurz bedankt. So, jetzt müssen wir gleich gucken, wo das Navi will, dass ich lang fahre. Denn normalerweise würde ich jetzt scharf links abbiegen gleich, um die Stadt zu verlassen. Ich glaube, das ist auch immer noch der beste Weg. So. Ja, das ist auch immer noch nach wie vor der beste Weg, hier abzubiegen. Ich muss hier zwar ziemlich scharf rumziehen, aber das funktioniert hier zum Glück immer recht gut. Diesmal wieder gut geklappt. Jetzt lassen wir den Ford Focus hier einmal vorbei. Hat geklappt, können selber ziehen. Ich muss mal gleich gucken, was mein Scania jetzt gerade hier für ein Problem schmeißt. Das Coole ist, dass ich das alles während der Fahrt machen kann. Fahrzeug. Info. Diagnose. VIS. Okay, bleibst du stehen, Kollege? Hm. Das ist natürlich echt eine dumme Idee, eigentlich das hier zu machen. Jetzt muss ich nämlich gleich parallel Fehlercode 647 vom VIS-System. Das werde ich gleich mal googeln. Sobald ich einmal irgendwie die Möglichkeit habe. Sechs, vier, sieben. Jetzt gehen wir mal gleich über diese komische Brücke, die ziemlich steil aufgeht. Jetzt ist der Fehler raus. Okay, mein Lichtschalter hatte anscheinend ein Problem. Ich habe gerade nachgeguckt, das VIS soll wohl das Licht sein. Ist nicht mehr aktiv. Okay, mein Lichtschalter war nicht in eine hundertprozentige Raste, sondern war irgendwo dazwischen. Und das hat dem Scania jetzt gar nicht gefallen, deswegen hat er mir einen Fehlercode gemeldet. Das ist relativ cool. Also man kann Scania komplett auslesen, das gesamte System. Das ist wirklich cool. Und so kann der Fahrer sich schon selber darüber informieren, was habe ich denn jetzt hier gerade für ein Problem. Und nicht dieses in der Werkstatt anrufen und sagen, mein Auto hat Kontrollleuchte. Ja. Dann musst du vorbeikommen, müssen wir auslesen. Ja, ist natürlich doof, wenn du unterwegs bist. Deswegen ist dieses System ganz cool. Und unsere Werkstätten können das Auto per Ferndiagnose auslesen. Das ist auch relativ cool. Also das ist mal wieder was. Jetzt habe ich mal was zu erzählen gehabt. Habe ich mir zwar selber einen Fehler eingebrockt, hier mit dem Lichtschalter. Aber okay. Kein Problem. Der ist auch genau beim Starten gekommen. Ja, da konnte er wahrscheinlich nicht kontrollieren, auf welcher Position der Lichtschalter jetzt gerade richtig ist, weil ich genau so eine Zwischenposition hatte quasi. Bisschen doof zu erklären, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. So, wir haben jetzt 21 Meilen bis nach Nottingham. Ich werde den ersten Kunden in Nottingham gleich anrufen und fragen, ob sein Zeug vielleicht nach Big Red Movers in Nottingham muss. Denn ich habe Big Red Movers natürlich auch drauf. Big Red Movers ist nämlich für diesen Kunden der Spediteur. Und wenn er mir jetzt sagt, ey, die Kleinteile, lass sie mal bitte bei Big Red, dann machen wir das natürlich. Spart mir einen Stopp, ne? Spart mir einen Stopp. Von daher, schauen wir einfach mal. Gut. Ich werde jetzt noch eine Runde fahren. Wir verlassen jetzt hier gerade Coalville, diese wunderschöne Kleinstadt. Das hat alles schon ein bisschen Charme, ne? Ja, ich finde schon. Okay, Leute. Bis später. So, Leute. Die Kamera hatte sie gerade ausgeschalten. Ich war eigentlich der Meinung, sie hätte aufgenommen. Keine Ahnung, was da los war. So, wir sind jetzt ganz kurz vorm Kunden. Ist wirklich nicht mehr lange bis dahin. Lass mich mal gerade gucken. Ja, 1,1 Meilen. Das nehme ich euch gerade noch so mit. Herrlich. Ja, ist viel zu tun heute. Beziehungsweise diese ganze Woche ist viel zu tun. Aber es läuft ja bis jetzt noch so halbwegs. Ne? Rote Ampeln, ne? Ich habe sie gepachtet. Egal wo ich bin, rote Ampeln finde ich immer. Jetzt ist Grünpfeil. Jetzt darf ich fahren. Oh, die Straßen sind teilweise echt übel, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Auch wenn das hier neu gemacht aussieht, das ist sehr, 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 sehr wellig und co. Und vor allen Dingen die Gullideckel scheppern immer wie die Sau. Ich sag immer, ich habe in anderen Videos auch immer gesagt, hier schön groß an der Bandscheibe, das ist nur ein Spruch, ne? Das heißt nicht, dass mir das irgendwie wirklich Schmerz bereitet, ganz im Gegenteil. Das bedeutet nur, dass ich euch damit sagen will, dass die Straßenverhältnisse echt extrem übel sind. Jetzt muss ich einmal rüber, muss gleich nochmal rechts abbiegen. Hier, sondern die danach. Genau. Ja, der Abbiegeassistent ist wieder schön am Krächzen nach außen. Herrlich, ne? Und 400 Yards geht es dann einmal nach links. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren, weil alleine schon wegen der parkenden Autos und dem Gegenverkehr. Na, deswegen nicht wundern, dass ich ab und zu mal ein bisschen leiser werde und relativ wenig erzähle. Okay, okay, okay. Rot. Es war klar, dass ich wieder eine rote Ampel finden werde. Na, es war doch wieder klar. Und das 0,6 Meilen vom Kunden. Der Kunde weiß ja schon Bescheid. Also ich habe bei Big Red Movers auch angerufen. Die wissen Bescheid, dass ich komme. Die kennen mich auch schon. Übrigens, da kann man auch gut über Nacht stehen auf dem Innenhof. Die haben einen Innenhof, der abends abgeschlossen wird. Das ist mega gut. Also da kannst du wirklich ganz in Ruhe schlafen. Die haben Sanitärräume mit Duschen, wo man duschen gehen kann, wo man auch spät abends noch auf Toilette gehen kann. Das ist ein riesengroßer Luxus. Gerade gucken. Ich muss hier links rum. Das ist eine ziemlich spitze Kehre hier. Aber naja, wieder mal eine rote Ampel. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Nottingham Resource. Ne, Racecourse. Wie komme ich auf Resource? Racecourse. Ferienbahn. Na komm schon, werd doch mal grün. Werd doch mal grün. Jetzt aber schön vorsichtig rumziehen. Mit dem Heck keinen erwische. Und die Ampel nicht umniete. So. Herrlich. Hat gut geklappt. Zieh, Kriemhild, zieh. Jetzt sind wir gleich nochmal über den Fluss drüber. Hinterm Fluss dann links abbiegen und dann sind wir schon fast da. Dann sind wir schon fast da. Hier steht zwar 40 Meilen, aber ganz ehrlich, die fahre ich nie. Also ich bin jetzt gerade mit 30 Meilen, knappe 50 km/h unterwegs und ich finde, das reicht vollkommen aus. So, jetzt müssen wir links abbiegen und dann sind wir quasi schon fast beim Kunden. Auch hier muss ich mir wieder ein bisschen Platz nehmen, weil es ziemlich spitz rumgeht. Deswegen benutze ich 1,5 Spuren. Und jetzt müssen wir nämlich hier auf den Innenhof drauf zimmern. Dafür muss ich eigentlich auch in den Gegenverkehr reinziehen. Weil ihr seht es ja selber. Einfahrt ist jetzt auch nicht so riesig. Muss er mit seinem Golf dann einmal noch ein bisschen weiter weg mit seinem GTD. So. Und dann sind wir quasi schon bei Big Red. Ich werde mich jetzt gleich so platzieren, dass ich genau an Rampe 1 dran fahren kann. So. Das kriegen wir auch hin. Muss ich aber gleich nochmal schnell die Türen aufmachen gehen, denn sonst habe ich gleich keinen Platz mehr. So, warte mal, ich muss mal schnell rausspringen, die Türen öffnen. Hallo, Sir! Hello. Hi, how are you? I'm good, thank you. Perfect. Machen wir erstmal hier die Tür auf, dann die rechte. So, Leute, jetzt bin ich wieder da. Vorziehen. Und hier gleich schön gerade drankomme. Ich habe rechts nämlich direkt eine Treppe. Das Tor ist kleiner, als mein LKW breit ist. So, jetzt können wir reingehen. Bis gleich. Ja, Freunde, wir sind wieder unterwegs. Der Kunde ist abgearbeitet. Das war ein Kuddelmuddel, da das Zeug rauszufinden. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Es ist halt echt schwierig zu laden, wenn so viele Kleinteile immer aneinander sind. Das ist, da mache ich den Jungs nicht mal einen Vorwurf von. Ey, scheiße geladen, ja, aber sie konnten da, glaube ich, auch gar nichts anderes dran machen. So, Freunde, jetzt werden wir nach Rugby fahren. Das sind 50 Meilen, 50 lange Meilen und ja, hoffen wir mal, dass wir da gut ankommen. Ich melde mich also später wieder. Reinjauen. Freunde, so, da sind wir wieder im Anflug auf unseren Kunden in Rugby. So, wir haben nur noch 1,5 Meilen bis zu unserem Ziel und wir werden um 10 vor 2 da auftauchen. 4 Kubik abladen, bei dem Chaos auf dem Auflieger, schätze ich mal, Stunde, 1,5 Stunden. So traurig das auch klingt, aber es ist, wie es ist. Und danach, ja, danach hoffe ich, dass ich noch mindestens einen weiteren Kunden schaffe. Danach haben wir nämlich B&B Removals und das wäre wirklich sehr gut, wenn ich die Jungs heute noch mit meinem Besuch beglücken könnte. Alleine schon, damit ich heute mal wenigstens mehr als nur 4 Kunden abarbeite. Das wäre wirklich, 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 wirklich wichtig und gut. Aber wir haben ja gelernt, in der Situation zu leben als LKW-Fahrer und uns ständig auf die Begebenheiten neu einstellen zu können, ist da extrem wichtig. Der nächste Kunde ist in einem winzig kleinen Industriegebiet, ziemlich alt. Also das Gebiet selber ist ziemlich alt. Aber das werdet ihr gleich alles sehen, denn wir haben es ja wirklich nicht mehr weit. So, sind wir fast da. 0,7 Meilen. 0,7 Meilen. Komischer Kreisverkehr, ne? Ganz komischer Kreisverkehr hier, den es quasi nur gibt, weil es da auch eine Firmeneinfahrt gibt. Aber die brauchen wir ja nicht. Hier links vor uns ist ein Self-Storage. Da habe ich auch noch nicht angeliefert. Wundert mich eigentlich, weil sonst können wir fast jedes Self-Storage mittlerweile, was irgendwie hier in Großbritannien ist, also gefühlt jedes Self-Storage. Okidoki. So, jetzt müssen wir gleich einmal nach rechts abbiegen und anschließend nach links abbiegen. Hier werden schon Schilder angezeigt von wegen Brücke mit niedriger Durchfahrtshöhe. Die ist auch zu niedrig für mich, die Brücke, aber wir müssen nicht drunter her. Wir müssen nämlich vorher schon einmal links abbiegen, um in das kleine Industriegebiet reinzukommen. So. Und da eine rote Ampel nicht reicht, haben wir jetzt einfach mal 3. Und die Krähe ist wieder am Krächzen und am Krächzen und am Krächzen. Das ist ein so nerviges Geräusch, ne? Muhaha. Hab noch nichts getan und bin trotzdem schon wieder müde, ne? Effektiv bin ich erst seit fast 4 Stunden am Arbeiten. Na komm schon, Ampel. Die Ampel mag mich nicht. Wir werden beim Kunden vorwärts auf dem Hof fahren und uns sehr weit rechts an seine Halle ranstellen. Früher bin ich mal rückwärts drauf gefahren, aber dann blockiert man die Einfahrt. Und das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Er hat uns dann halt mal irgendwann gebeten, dann immer vorwärts drauf zu fahren. So. Okidoki. Jetzt direkt links in das winzige Industriegebiet hinein. Temperaturen sind echt sehr sommerlich. Wir haben 30 Grad. Zweiten Tag in Folge schon sehr, sehr warm. Das ist für die Briten eine Ausnahmesituation. Das kennen die so eigentlich nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nächste Woche hier in Großbritannien eine Menge Krebse unterwegs sein werden. Also so rot wie Krebse. Ihr wisst, was ich meine. Der Sonnenbrand wird zuschlagen und zwar ganz akkurat. So. Da vorne ist die Halle von RFK. So, der Hof ist frei. Fahren wir mal drauf. Einmal passieren und dann sofort rechts halten. Ich darf nun auch nicht zu stark einlenken wegen dem Tor hinten, weil ich das ja auch nicht abreißen will. Ne? Jetzt fahre ich quasi einmal ganz vor, um den Zug jetzt gerade zu machen. Und dann setze ich zurück, bis ich auf der Höhe vom Tor bin. Und wieder jede Menge Mücken unterwegs draußen oder Pollen. Es könnten auch Pollen sein. Ich bin gespannt, ob die Jungs sich freuen, mich zu sehen. Nichts Genaues weiß man nicht über das mit Bestimmtheit. Ich glaube, so kann ich stehen bleiben. Ja. Alles klar, dann werde ich jetzt mal schnell die Papiere aussortieren und dann werde ich reingehen zum Kunden. In dem Sinne, bis gleich, Leute. Okay, Leute, auch dieser Kunde ist jetzt abgearbeitet. Das heißt, ich kann jetzt rückwärts rausfahren, was ich natürlich über die rechte Seite machen muss. Dafür muss ich jetzt also wieder erstmal nach links rüberziehen, den Zug begradigen so und jetzt rückwärts rausdrücken. Ja, wenn ich nicht so in Eile wäre, hätte ich die Kamera auch draußen hingestellt. Das sieht bestimmt ganz cool aus, aber ich muss echt noch was schaffen heute. Ich muss echt noch was schaffen. Jetzt habe ich schon einen leichten Lenkimpuls in den Auflieger reingegeben, damit es schon mal anfängt, Richtung Straße zu drehen. Wie gesagt, nach rechts, auf rechten Spiegel. So, der Lenkimpuls hat wahrscheinlich auch genau gereicht, um hier vorne am Tor mit der Kante vom Auflieger vorbeizukommen. Ja, perfekt. Und jetzt muss ich ihn einfach nur rollen lassen. Das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis beim Rückwärtsrangieren, ne? Gerade mit diesen gelenkten Aufliegern oder generell beim Sattelfahren. Gib dem Auflieger einen Lenkimpuls und dann lasst ihn doch erstmal kommen. Ihr müsst nicht mit der Maschine übelst hin und her rudern. Das muss man in den meisten Fällen nämlich wirklich nicht. So. Und zack, stehen wir draußen auf der Straße. Wollen wir mal schnell das Navi füttern? Mit dem nächsten Kunden. Ah, Großbritannien, ja, immer noch. Northampton geht's jetzt. NN. Neueste nationale Nachrichten. Kennen einige von euch bestimmt auch diese Verarsche-Sendung. So, Northampton. Unit 4 Soho Road. Okay. So. 3:45 sollen wir da sein. Mal schauen, ob das hinkommt. Jetzt wird es hier natürlich schweinseng. Ich weiß nicht, ob das passt. So, jetzt fährt er weg. Ausgerechnet jetzt. Na okay. Ist egal. So kann's gehen. Ah, herrlich. Jetzt muss ich schnell mein Telefon verbinden hier. Denn mein Radio kriegt das nicht hin, beim Anschalten sich automatisch zu verbinden. Obwohl ich das eingestellt habe, klappt das irgendwie immer nicht. Jetzt müssen wir nach rechts. Quasi die Richtung, aus der ich normalerweise komme. Wir sind quasi in der Anfahrt, waren wir aus der falschen Richtung. Weil normalerweise fährt man immer von unten hoch bei den Touren. Diese ist halt komplett anders. Diese Tour läuft halt wirklich von Norden nach Süden und nicht von Süd nach Nord. Ein bisschen ungewöhnlich, aber es kommt mir entgegen, weil dann habe ich ja vom letzten Kunden bis zum Hafen kaum noch Kilometer. Und da ich wahrscheinlich erst am Freitag leer werde, was heißt wahrscheinlich, ich weiß das schon, dass ich erst am Freitag leer werde. Alles andere wäre illusorisch, sich jetzt Hoffnung zu machen wegen morgen, keine Chance. Selbst wenn ich jetzt den nächsten Kunden noch schaffe, wäre das mehr als illusorisch. So. Sehr cool. Der Pkw-Fahrer hat extra auf beide LKWs gewartet. Leute, das ist wirklich britisch. Das ist von Grund auf britisch. Dieses Verhalten liebe ich an den Briten so dermaßen. Wirklich. Wirklich. Also das Linksfahren, das ist ein Klacks. Das sage ich ja immer wieder, ne? Entschuldigung, eine leere Flasche weggeworfen, neue Wasserflasche nehmen. Gleich mal ein paar Möhrchen essen. Das Linksfahren ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn euch da was anderes erzählt, weiß ich nicht. Das ist klar, man hat erst ein bisschen Schiss davor, aber wenn ihr das mal gemacht habt, nach was weiß ich, den ersten Tag oder so, seid ihr damit völlig safe. Da habt ihr damit gar kein Problem mehr. So, jetzt tue ich mal lieber die Möhrchen. Oh, die sind schön kalt. Ne? Ich liebe es, Möhrchen aus dem Kühlschrank zu essen. Das sind so kleine. Warte, ich zeige euch das mal. Das ist hier so eine Packung mit Mini-Möhren. Liebe ich während der Fahrt. Und ich guck mal nach vorne. Ah, ich bin noch gar nicht angeschnallt, ha? Müssen wir auch noch machen. erstmal abbiegen. Vor uns ist ein Tesla Model S. Oh, lecker. Da kommt dann wieder Leben in die Bude. Oh, danke. Schön. Das erste Essen heute. Um 15.06 Uhr. Britische Zeit. Also bei euch immer eine Stunde weiterdenken, ne? Herrlich. Und gleich noch eins. Ist was, Dog? Ba. Ich liebe es. Herrlich. Ihr seht es ja selber, wir haben allerfeinstes Wetter. Ich habe mich schon mit einigen Kunden jetzt unterhalten über das Wetter aktuell. Und sagen alle, das ist total ungewöhnlich, dass es hier länger als 2 Tage über 30 Grad hat. Aber so ist es. Jetzt aktuell haben wir gerade 31 Grad. Kommt nochmal richtig der Sommer für 2, 3 Tage. Ist doch schön, morgen soll es regnen. Sagte gerade der letzte Kunde. Der meinte gerade, morgen kommt der Regen. Ich hoffe es nicht. Aber vertrauen wir mal. Aufs Beste. Ja, jetzt geht es erstmal nach Northampton. Und dann schauen wir mal. Ich sag mal. Bis gleich. Ja Leute, da bin ich wieder. So. Ja, die nächste Woche nimmt jetzt auch langsam Formen an. Ich habe gerade noch einen Anruf gehabt von Chef. Da einer unserer Disponenten gerade im Urlaub ist, übernimmt er den Part jetzt für diese Woche. Und ja, also es wird so sein, dass ich nächste Woche am Montag wohl eine kleine Tour fahre, die ich wohl gegen Mittag wohl auch also beendet habe, so dass, was weiß ich, gegen 1, 2 Uhr oder so wieder am Hof bin. Am Dienstagmorgen fliege ich ja nach Malaga und am Mittwochabend komme ich zurück. Und dann geht es am Donnerstag, wo ich wahrscheinlich schon wieder auf die nächste Tour, denn wir ersaufen in Arbeit. Ja. Und die Arbeit muss gemacht werden. Das ist Fakt. So, jetzt sind wir fast beim Kunden. Ich muss jetzt hier im Kreisverkehr gleich rechts. Das kriegen wir auch locker hin. Also wie gesagt, die nächste Woche wird Stress. Aber egal. Alleine für die Möglichkeit, zu diesem Event zu fahren, ist es mir das wert. Na? Das auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 0, keine Ahnung, irgendwas Meilen, eine Meile. Und das Navi will mich wo ganz anders lang fahren, bis zum Kunden. Aber ich kenne den richtigen Weg auswendig. Das heißt, dafür brauche ich meine Navigante nicht, um zu wissen, wie ich da hinkomme. Ist auch gut so, denn sonst würde ich jetzt stumpf in die falsche Richtung fahren und am Ende vor einer Sackgasse stehen, in die ich gar nicht rein darf. Und das wäre ein bisschen doof, dumm, kacke, wie auch immer. So. Herrlich. Ich will gleich mal gucken, wo das Stadion ist, weil ich muss am Stadion, muss ich links. Also jetzt hier am nächsten Kreisverkehr. Und dann lasst uns mal bitte beten, dass der noch offen ist. Ich habe hier in Northampton noch einen Kunden. Lasst uns bitte auch beten, dass ich diesen Kunden auch hier bei der Spedition abladen kann. Dass die zusammenarbeiten. Das wäre wirklich mega. Aber naja, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, ne? Die Hoffnung stirbt tatsächlich immer zuletzt. So, jetzt müssen wir hier geradeaus über den kleinen Kreisverkehr. Wie gesagt, der Navigant ist gerade völlig überfordert. Aber das ist mir egal. uns gleich irgendwann links. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ich Northampton heute noch komplett abgearbeitet kriege. Bleibt zu hoffen, ne? Selbst wenn ich zum Shop fahren muss von dem anderen, also zum Shop vom nächsten Kunden in Northampton, hoffe ich, dass ich den auch noch kriege. Und dann hätten wir schon mal 11 von 30 Kunden geschafft. Da stehen gelbe Männchen. Keine Ahnung, was sie hier machen. Dreharbeiten. Die war mit der Kamera unterwegs. Also müssen wir gleich links. Boah, Daumen drücken, dass das Tor noch offen ist, ey. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Na, es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich nächste Woche hätte mich nur auf diese Filmerei-Geschichte konzentrieren können. Wenn es da Stefan gegangen wäre, hätte das auch geklappt. Aber da wir nun mal ein Speditionsbetrieb sind und ich dort angestellt bin, geht die Arbeit halt einfach vor. Ne? Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und das sehe ich auch ganz genauso. Ja. Jetzt müssen wir hier rein. Oh, das Tor ist noch offen, das ist gut. Das Tor ist noch offen. Die Zufahrt hier, die ist auch echt. Als ich das erste Mal hier hingefahren bin, habe ich gedacht, die wollen mich alle veräppeln. Ganz ehrlich, da habe ich wirklich gedacht, die wollen mich alle veräppeln. Das kann doch hier hinten niemals Kunde sein. Aber doch, Tatsache, es ist. Jetzt haben wir hier nochmal Speedbreaker. Wir müssen hoffen, dass der Hof nicht total zugeparkt ist mit LKWs. Sonst würden wir... Oh, Scheiße. Der LKW da rausziehen kann. Dann muss ich wieder zurückdrücken. Was ein Shit. Ist halt echt nicht optimal hier. Und ihr merkt es auch an meiner Stimmlage, dass mir so langsam auch die Lust ein wenig abhanden geht. Aber wie soll es auch anders sein, ne? Wie soll es denn auch noch anders sein? So. So, Leute. Also wir sind jetzt mit Northampton komplett durch. Jetzt gebe ich den nächsten Kunden ein. Den werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Aber ich gebe ihn ein, um irgendwo in der Nähe mir was zu suchen. Es wird also heute wieder darauf hinauslaufen, dass ich kein Dingens kriege. XA. ...14 Meilen, okay. Ach, herrlich. Guck mal nach vorne, jetzt sehe ich mal wieder was. Also, erstmal, mir ist schweinewarm. 33 Grad, sagt das Ding jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo diese Temperaturen hier in Großbritannien herkommen. Ich habe keine Ahnung. Normal sind sie hier aber nicht. Oh Mann. Habe ich Lust? Ja. Schon viel geschafft jetzt, ne? Was heißt viel? Das klingt so viel, ist es aber gar nicht. Ich habe so viele Kunden schon gemacht, aber im Grunde genommen ist der Auflieger noch immer über halb voll. So. 10 Kunden sind geschafft. Das heißt, heute haben wir 6 gemacht. Ja. Ist es optimal? Nein, ist es nicht. Aber naja. Zufrieden bin ich jetzt nicht. Aber wer ist das schon, ne? Wir werden jetzt erstmal rausfahren hier. Und ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Ich brauche auf jeden Fall, aber sowas von auf jeden Fall brauche ich eine Dusche. Boah. Ja, das war jetzt zum Abschluss nochmal richtig Stress, ne? Das war zum Abschluss nochmal richtig Stress. Der nächste Kunde ist DHL. Wir machen bis 17:30 Uhr. Ankunft ist 17:35 Uhr, kann ich also vergessen. Bei DHL wird keiner auf mich warten. Auch wenn die Teile schon an der Rückwand liegen, beziehungsweise vorne an der Tür. Ich habe die schon abgescannt. Muss ich also nur schnell nehmen, rausschmeißen, kann weiter zum nächsten. Aber das kann ich auch morgen früh machen. Ich kann mal gucken, wann die morgen früh anfangen. DHL fängt an um 9 Uhr. Na super. Fahre ich trotzdem auf 8 Uhr hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass DHL erst um 9 Uhr anfängt zu arbeiten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und das wird wohl auch nicht so sein. So. Ist der Dicke mal wieder richtig in Wallung gekommen heute, wa? Mal richtig in Wallung gekommen. Aber naja. Hier aufpassen, dass hier wieder kein Wegnagel am Kreisverkehr. Das sieht aber gut aus. Okidoki. Ja Leute, ich werde jetzt noch eine Runde fahren. Wie gesagt, es sind 15 Meilen bis zum nächsten Kunden. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen Rasthof. Red Lion ist nicht weit weg von hier, aber leider in die falsche Richtung. Sonst würde ich zum Red Lion fahren. Naja. Schauen wir mal. Okay, Leute. Bis später. So, Freunde. Ich fahre jetzt doch noch durch bis zum DHL-Depot und versuche doch noch die Kleinteile rauszugeben, denn es kam hier kein Parkplatz. Und wenn ich keinen Parkplatz finde, kann ich schlecht stehen bleiben. Dementsprechend fahre ich jetzt einfach zum Kunden und hoffe, dass sie mich heute noch annehmen Dann habe ich einen guten Kunden morgen früh als erstes, MK Removals. Das ist wirklich ein Top-Kunde. Ja. Schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal Baustelle. Spaß macht das alles heute keinen. Das ist wirklich Pflichtaufgabe, ne? Aber auch Pflichtaufgaben müssen erfüllt werden. Jetzt haben wir noch 1,8 Meilen. Puh. Den Kreisverkehr kennst du noch gar nicht. Hier scheint ja noch Mist neu zu sein. Ist wahrscheinlich hier für das Neubaugebiet gemacht worden extra. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Jetzt haben wir nur 1,5 Meilen. Ja, was soll ich groß sagen, ne? Was soll ich groß sagen? Das sind solche Touren können ganz schön schlauchen. Wie gesagt, 30 Kunden, das ist kein Pappenstiel. Aber auch das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Noch 2 Tage Zeit. Ich müsste eigentlich Freitagmittag spätestens an der Fähre stehen. Und selbst dann wird es Samstagmorgen. Ich bin gerade innerlich am Beben, ob der mich noch annimmt, ne? Ich bin innerlich noch voll am Beben. Oh, schöner Bentley. Also versuche ich mal gleichzeitig an die Papiere ranzukommen. Quasi alles gleichzeitig geschehen. So, den ersten Satz habe ich schon mal. Zieh. Oh Mann. So, jetzt müssen wir gleich da sein. Ich war auch schon mal bei dem DHL-Depot. Hoffen wir das Beste. Gehen wir aber vom Schlimmsten aus, ne? Ich hoffe zumindest, dass ich bei dem DHL-Depot schon war. Ich glaube aber, dass ich da sogar mit Paul damals war. Ja, da ist es. Guten Morgen, Freunde. Es ist Donnerstagmorgen. Ja. Gestern war es ein Tag, ne? DHL haben wir noch gemacht. Jetzt fangen wir gleich an mit dem dritten Zustelltag. Und ich hoffe, dass der heute ausnahmsweise auch mal ein bisschen besser läuft. Das hoffe ich ganz ehrlich. Ich putze jetzt noch mal einmal hier gerade ein bisschen ein paar Stellen im LKW durch, bevor es dann effektiv losgehen kann. Ich bin wirklich gespannt, was der Tag heute bringt. Ich hoffe mal ausnahmsweise wirklich nur Gutes. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja auch immer zuletzt, von daher. Leer werden wir heute auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal garantieren. So traurig das auch klingen mag, leer werden wir heute nicht. Der nächste Kunde kriegt zwar wieder nur kleinen Scheiß, aber das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Genau, der nächste Kunde kriegt das an Kleinzeug. Das ist eine Kommission mit insgesamt 3 Teilen. Ich fahre jetzt für 3 Teile nach Milton Keynes und dann für, ich glaube, 7 Kubik nach Leighton Buzzard. Leighton Buzzard, ja. Leighton Buzzard kriegt tatsächlich 7 Kubik. Ich weiß nicht, wer sich so eine Touren ausdenkt. Wirklich nicht. Das kann ich null nachvollziehen. Aber naja, da bin ich schon. Ist das nicht nachvollziehen, ist das nur vom Trailer runterziehen, ne? Gut, mit den beiden fangen wir jetzt erstmal an. Also Leighton Buzzard kriegt 7 Kubik, dann nochmal 7, also 14. Das ist gut. Schauen wir mal. Gut, bis nachher. Ja, Leute, so, wir sind wieder jetzt unterwegs, werden gegen 8:30 Uhr beim ersten Kunden ankommen, das passt genau mit seiner Öffnungszeit. Und ihr seht selber, das Wetter ist umgeschlagen, es hat heute Nacht ganz schön geregnet, das fand ich sehr angenehm. Die Temperaturen sind jetzt runter auf 17 Grad, das ist durchaus eine Temperatur, bei der man besser arbeiten kann, also körperlich besser arbeiten kann, zumindest für mich. Und ja, schauen wir mal, wie es dann heute noch so vonstatten gehen wird. Ach Mensch, ey. Ja, Lust habe ich keine. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Noch so ein paar Kreisverkehre hinter uns bringen. Ja, ich würde sagen, ich werde kurz vom Kunden nochmal bei euch, ne? Oder zeige euch da nochmal was, damit ihr sehen könnt, wie die Anfahrt ist. Ja. This dinner. Hello, ma'am. I'm just looking for holistic logistic. Yeah, yeah. It's you. So if you want to drive down and then reverse up. Yeah. Yeah. No problem. It's just only 3 pieces. Oh, 3 pieces. Yeah. Okay, no, good. No problem. Da kriege ich schon morgens gleich wieder Puls, ne? Ohne dass es nötig wäre. Einfach nur, weil weil sowas als Industriegebiet genutzt wird. Und dann aber auch so Betriebe, die 10 Meter Stahl brauchen, weißt du? Wo man genau weiß, da müssen richtige LKWs kommen. Keine Bullis. Richtige LKWs, so die Dinger hier mit mehr als 2 Achsen, weißt du? Aber egal. Abladen. Bis gleich, Leute. Ja, Leute. Jetzt fahren wir wieder über Straßen am Arsch der Welt, um einen kleinen Spediteur anzufahren. Meine Laune ist im Arsch. Da lässt sich jetzt auch nichts mehr daran retten. Aber das hilft mir nicht weiter. Trotzdem muss die Karre irgendwie leer werden. Und wenn es erst Freitagabend ist. Tja, dann wird es halt spät. Dann wird es halt spät. Ihr seht ja selber, wir haben hier Gegenden, die wir fahren, teilweise für 3 Teile, teilweise für 4 Teile. Jetzt einmal für 2 Küchen, wo man sich denkt, muss das sein? Muss das sein, dass sowas so verplant wird? Warum muss man eine Tour mit 30 Stellen machen und 5 andere Leute fahren in der gleichen Gegend rum und haben nur 5 Kunden? Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Aber nee, einer muss ja auf den Arsch kriegen. Diese Woche bin ich derjenige. Naja. Guck mal, eine Kreuzung. Ich hab gar nicht gedacht, dass es sowas wie Kreuzungen hier überhaupt gibt. Kommt tatsächlich sogar ein Autos. Und ein LKW. Ein Isuzu. Darf man die Dinger überhaupt als LKW bezeichnen? Ich glaube nicht. Leighton Buzzard, da haben wir es gleich. Schönes Anwesen hier, ne? Lässt sich auch feudal wohnen hier. Mitten im Nirgendwo. Sowohl ein Lord oder ein Sir, der hier wohnt. Oder mehrere Sirs oder Lords. In 800 Yards sollen wir da sein, da bin ich mal gespannt. So, jetzt soll das hier gleich sein. Ein paar hundert Meter soll das hier sein. Ja. Wenn ihr einen Kunden seht, dann schreit mal bitte ganz laut. Ich weiß, dass er hier irgendwo sein muss. Paul hat mir den GPS-Punkt gesetzt. Er hat mir den geschickt. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Links ist irgendwas mit einer Halle. Und hier soll ich auch rein. läuft noch ein Huhn vorm LKW her. Seht ihr wahrscheinlich gar nicht, das Huhn, ne? Da läufst du jetzt in die Hecke rein? Ja, ist es. Sonst hätte es jetzt gleich Frickers Segel gegeben. Oder wie wir bei der Bundeswehr immer gesagt haben, gesprengtes Huhn. So, er macht schon das Tor auf. Das heißt, ich werde hier auf der Freifläche einmal drehen. Und dann kann ich nämlich direkt vor sein Tor fahren. Also Rauchen ist hier auf jeden Fall schlecht, wie ihr sehen könnt. Aber ist auch nicht schlimm, ich habe nämlich gar keine mehr. Ist auch nicht schlimm. Hi! Aber der Kunde macht sogar die Türen auf, das gibt's ja gar nicht. Wenn ich so schlechte Laune werde, auch noch dafür so verwöhnt oder was? Habe ich das verdient? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, wir können sogar reinfahren in die Halle, wenn ich das richtig sehe. Okay, Leute, bis später. So, Freunde, der Kunde ist abgearbeitet. Ich bin wieder durchgeschwitzt bis auf die Knochen. 21 Grad, aber sehr schwül und im Auflieger war es noch brechend warm. Ah. Also erstmal schnell ein bisschen Wasser nachfüllen, weil der Körper ganz gut was verloren hat. Oh, herrlich. Wir haben jetzt 17 Meilen bis zum nächsten Kunden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass irgendwo ein Service kommt. Weil ich brauche definitiv heute mal irgendwas mit Zucker, um den hochzukriegen. Ich bin nämlich total im Down. Das hat auf meine Laune vorhin, das hat alles zusammengespielt. Und ich brauche ein bisschen Zucker und eine Schachtel Zigaretten. Dann ist die Welt gleich schon wieder viel besser. Viel, viel besser. Egal, was eine scheiß Schachtel hier kostet, ist mir echt... Letztendlich ist mir das Wumpe. Ihr seht ja selber die Straßen, das ist hier ja alles nicht so prickelnd. Aber naja. Bis nachher, Jungs. So, Leute, wir sind jetzt gerade auf ein Gelände drauf gefahren, welches früher mal militärische Nutzung war. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren hier irgendwelche Raketen stationiert. Und das ist halt mittlerweile auch ein Industriegebiet, genauso wie man das von vielen deutschen Kasernen kennt. Na, kloppt man die Kaserne kaputt und dann vermietet man halt billig Industrie. Ja, so wird das hier auch gemacht. Okay, ich muss jetzt bis zur T-Kreuzung, dann links und dann die zweite rechts. Ja, das da vorne, das sieht doch alles schwer nach Bunkeranlage aus. Ja, sehr cool. Bock habe ich immer noch keinen, aber wen soll's wundern? Wen soll's auch wundern? Mich auf jeden Fall schon mal nicht. Definitiv nicht. So, dann haben wir die T-Kreuzung, dann müssen wir gleich links. Wir haben britisches Wetter. Endlich, quasi. Na? Macht das Abladen gleich richtig Spaß. Wenn man das auch noch bei so einem Wetter machen kann, dann macht das immer richtig Laune. Ist auch richtig gut für die Möbel, dann quellen die schon mal richtig auf. Ne? Ja. Es wird halt nicht besser mit mir. Ist schon kurz vor Abbruch. Ich vermute mal, dass das jetzt die erste sein soll. Und das... Das hier ist ja keine Einfahrt. Das da ist die zweite. NWT. Bin ich mal gespannt. Ja, die Farbe der Hallen lässt schon vermuten, was das früher mal war, ne? NWT, wo haben wir sie? Naja, Leute, ich werde mal noch eine Runde suchen. Mir geht hier alles eh gerade auf den Sack. In dem Sinne, bis dahin. Ciao. Ja, Freunde. So, wir sind jetzt in Wantage angekommen. Es ist kurz vor 3. Wir haben hier NH Transport, so heißt die Firma. Der letzte Kunde, wo ich hingefahren bin, als ich dann da angekommen bin, ich habe vorher angerufen, aber als ich angekommen bin, meinte er dann, ja nee, das kannst du auch zu NH Transport bringen, wenn du da hinfahren musst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bin ich eine Stunde Umweg gefahren, nur damit du mir nachher sagst, dass ich es doch nach NH bringen soll. Herzlichen Glückwunsch. Genau solche Kunden liebe ich. Die liebe ich abgöttisch. Wirklich. Da brennt mein Herz für. Okay, so. NH-Transporte bekommt jetzt also mehr als nur einen Stopp. Ja? Insgesamt bekommt NH-Transporte 6 der 30 Stops und ist damit auch der größte, stoppmengenabhängig gesehen, der größte Kunde diese Woche. Er kriegt das nicht das meiste Volumen, aber von dem, was ich an Kunden drauf habe, ist es das meiste. Ja? Ist dann mit 6 von 30 schon recht groß. Ihr merkt selber, ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu unterhalten. Ich habe auch keine Lust mehr, mir über so manche Dinge die Birne zu zermartern. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Ich würde am liebsten schlafen. 2 Tage mal durchschlafen oder einfach nur zu Hause bleiben bei meiner Familie. Das würde ich auch mal gern wieder machen. Aber naja, scheiß drauf. Drauf hier schissen und in den Arsch gedeckt. Ich glaube, ich muss hier rein. Also ich bin mal vor Ewigkeiten, bin ich schon hier gewesen. Paul ist hier relativ häufig, also mein Bruder. Und bei mir ist das schon wieder ewig her, weil ich halt in diesem Bereich relativ selten bin in letzter Zeit. Ne? Und ich meine, ich müsste jetzt hier hinter dieser Halle links mal gucken. Oder hätte ich vorher eine schon? Ne, ich muss vorher. Okay. Warnblinker an, ein bisschen zurücksetzen. Hinter mir ist noch keiner. Und immer schön Piano beim Rückwärtsfahren, ne? Ich hätte hier nämlich vorher eine links reinfahren müssen. Dann kommen wir zu NH Transport. Das Problem ist halt... dass die das nicht ausschildern hier. Da steht nirgendwo NH. Leider. Gut. Aber ihr seht es ja selbst hier, ne? Das ist ein neues Industriegebiet. Und es ist genau so gebaut, wie man es nicht braucht, wenn man mit dem LKW kommt. Es ist genau so gebaut, wie es keine Sau braucht. Eng, verwinkelt, kommen mehr als 3 LKWs, war es das schon. Okay, Freunde, ich parke mich jetzt erstmal hier vorne ab. Und dann werde ich da alle reingehen und den Jungs mal gerade sagen, dass ich einen Arsch voll Lieferungen für die habe. Also vor allem einen Arsch voll Remedials. Dann schauen wir mal, was sie sagen. Ob sie mich vom Hof jagen oder ob sie mich freundlich begrüßen. Ich wäre auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich heute endlich mal den ersten Kunden finde, der mir einen Kaffee anbietet. Das hat es nämlich noch gar nicht gegeben diese Woche. Extrem schade. Also normalerweise sind die Briten da sehr erpicht drauf, die Fahrer, die anliefern, erstmal nach einem Kaffee zu fragen. Diese Woche ist das irgendwie noch gar nicht vorgekommen. Doch beim ersten Kunden habe ich Wasser gekriegt. Ja klar, also habe ich Quatsch erzählt. Der erste Kunde, der hat mir was zu trinken gegeben. Vielen Dank auch dafür. Das war nämlich wirklich sehr warm bei dem Entladen. Ihr habt es ja gesehen. Ja, meine Motivation liegt im Keller. Meine Lust direkt daneben. Oh, wie viele Kleinteile kriegt er denn? Kriegt er nochmal sowas Ähnliches wie in die Küche? Okay, jetzt habe ich die Papiere. Gut, Leute, bis später. Bis später. So, Freunde, und jetzt möchte ich euch noch was zeigen, was es hier in Großbritannien relativ häufig gibt. Und zwar werden hier oft so alte Flugzeuge, genau wie in Schweden auch, an der Straße auf so Ständern montiert, ne? Ist schon richtig cool, oder? Macht man in Frankreich auch relativ häufig. Also in Frankreich habe ich das schon, oh, keine Ahnung, da sieht man öfter mal einen Starfighter oder eine Rafale, die dann so montiert ist, ne? Ist schon relativ cool, wirklich. Ich habe mein Tagwerk für heute getan. Es bleiben für morgen noch 5 oder 6, das weiß ich noch nicht ganz, 5 oder 6 Kunden bleiben für morgen. Das heißt, ich werde am Freitag noch komplett beschäftigt sein mit Zustellen und werde dann am Freitagabend mit der Fähre rüberfahren nach Frankreich. Gucken, was die Schichtzeit hergibt. Vielleicht fahre ich sogar noch bis nach Belgien rein. Die Woche ist halt einfach suboptimal. Das war mit der Tour jetzt auch nicht anders zu erwarten, auch wenn ich sehr positiv rangegangen bin an die ganze Sache, ne? Aber Eddies, was Eddies. Und da kann man nicht mehr sagen als drauf geschissen und in den Arsch geleckt. Wirklich, ist einfach so. Stumpf ist Trumpf. Manchmal muss man einfach drüber stehen über den Dingen und einfach nur arbeiten. Wenig denken, einfach machen. Auch wenn es Nerven kostet. Ich habe jetzt noch 50 Meilen, also fast eine Stunde bis zum nächsten, der 2 Teile kriegt. Der danach kriegt 1 Teil. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich überarbeiten müsste. Der Trailer ist so gut wie leer, da ist nur noch eine Küche drauf. Aber wenn du jedes Mal irgendwo hinfahren musst, um 2 oder 3 Teile abzuladen, ist das halt einfach für den Arsch. Da kannst du gar nichts machen. Da kannst du dumm lächeln und winken, ne? Wie die Pinguine. Alles in allem muss ich sagen, dass mich diese Woche halt einfach nicht überrascht hat, sondern es ist genau so gekommen, wie ich es mir auch gedacht habe, dass man halt mit Problemen zu kämpfen hat, dass die Verladung nicht gut sein kann bei 30 Kunden. Das muss jedem klar sein. Und ich denke, dass das auch unabhängig von Herstellern und also von Marke und Co., das hat damit nichts zu tun. Das kriegt kein Verladeteam, kriegt 30 Kunden so verladen, dass du so wirklich astrein abladen kannst. Habe ich noch nicht erlebt. Gut, 30 Kunden hast du auch selten. Außer jetzt bei dem Hersteller, da gibt es das öfter mal. Ne? Gerade hier in Großbritannien haben wir ziemlich häufig diese so Rundreisen, wo du dann 28, 29 Kunden hast oder 24 Kunden. 30 habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, das war jetzt mein höchstes. Aber doof geschissen und in den Arsch geleckt. Ne? Ich werde jetzt noch mir ein Plätzchen suchen. Ich werde sehr wahrscheinlich wieder nichts finden, wo ich duschen kann. Das heißt, ich muss wieder den Kanister benutzen, der ist aber nicht mehr sehr voll und meine Frischwasserreserven gehen auch zu Neige. Das heißt, ich habe noch für morgen noch insgesamt 3 Liter Wasser, die ich morgen vertrinken kann. Die brauche ich auch am Tag. Also ich habe jetzt am Tag im Durchschnitt 4,5 Liter Wasser getrunken. So, die brauche ich auch. Ja, weil der Körper das nämlich einfach mal auch so ausschwitzt. Naja, nichtsdestotrotz. Ich fahre jetzt noch eine Runde und melde mich zu einem späteren Zeitpunkt wieder bei euch, okay? Rinjahauen. Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich euch, Leute. So, wir sind wieder unterwegs. Ich habe gestern auf heute wieder auf einem Lay-by gestanden. Mein Diesel habe ich zum Glück noch. So, wir fahren jetzt gerade zum nächsten Kunden, der kriegt 2 Teile. Danach haben wir einen Kunden, der kriegt 1 Teil. Danach haben wir einen Kunden, der kriegt 7 Kubik. Und danach haben wir einen Kunden, der kriegt wieder Kleinteile und der letzte auch nur. Es bleibt also spannend. 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 Ja. Was soll ich sagen, ne? Es ist Freitag. Heute noch 5 Kunden zu haben, beziehungsweise 6, weil der eine, das sind 2. Das ist super optimal. Müssen wir gar nicht diskutieren. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns bei der Anfahrt auf den nächsten Kunden, der mitten in einer Kleinstadt auf der Main Road liegt. Also mitten auf der Hauptstraße. Wenn ich da stehen bleibe, werde ich ein Verkehrschaos produzieren. Wenn ich Glück habe, sind keine Polizisten in der Nähe. Ansonsten kriege ich direkt ein Ticket. Ist mir schon passiert. Schon mal passiert. Und naja, bis später. Okay, Freunde. So, wir sind jetzt 1,3 Meilen vom Ziel, sagt das Navi. Naja, ich werde gleich nochmal genau gucken, dass ich mich, ja, dass ich auch das richtige Ding finde. Das ist nämlich gar nicht mal so unwichtig. Es sind nämlich noch, keine Ahnung, es ist gar nicht mehr so viel. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir sogar auf der falschen Seite. Der Kunde selber sagte, er wird nicht da sein. Ich soll es beim Dingens abgeben, beim Nachbarn. So, 2 Pakete. Ich hoffe, der Nachbar macht das auch. Alles andere wäre extrem doof für mich. Weil ihr seht es ja selber, das hier ist eine ziemlich enge Stadt. Und ich kann es mir nicht leisten, hier 10 Minuten rumzustehen und zu diskutieren mit irgendwelchen Kunden. Das geht überhaupt nicht. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, hier die Überhänge von den Fachwerkhäusern und so. Und darauf den Kunden auch zu sehen. Weil wie gesagt, ich bin nicht ganz so häufig hier in dieser Ecke. Dementsprechend ist es wichtig für mich, nicht daran vorbeizufahren. Wirklich nicht. Auf keinen Fall. Okay, noch ungefähr 700 Meter. Nee, 1000 Meter. Es ist auf jeden Fall mitten in der Stadt. Und das hier ist ja noch nicht die Stadt quasi. Aktuelle Geschwindigkeit 23 Meilen. Das sind so ein bisschen knapp unter 40. Ich darf hier 30 fahren, also 30 Meilen. Da vorne wird es mir auch angezeigt, 25 Meilen bin ich schnell. Smiley ist am Lachen. Smiley findet jetzt toll. Boah, das ist doch so ein Kunde, ne? Kann ich nach wie vor nicht verstehen, dass wir bei dem überhaupt am Shop anliefern müssen. Das kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, ich habe hier schon ein Ticket kassiert, ne? Kurz stehen geblieben. Okay, die Fahrschule braucht ein bisschen mehr Platz hier für den kleinen Fiesta. So viel wie ein LKW. Okay. Halb so wild. Er lernt ja noch, oder sie. Okay, so jetzt wird's spannend. Verkehr erstmal durchlassen. Scheiße, ey. Shit. Ich habe hier normalerweise auch gar nichts mit dem LKW drin verloren in der City hier, ne? Aber naja. Ich glaube, da vorne ist es. Wie ich es hasse, ne? Wie ich es einfach hasse. Fuck. Ich muss wenden, Leute. Ich muss wenden. Das bringt hier alles nichts. Fuck, 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 fuck. Ganz ehrlich, wie ich die Scheiße hier hasse. Und wie ich die Scheiße hier hasse. Diese Kackkunden, weißt du, die mitten in der Stadt, da parken die Autos rechts und links. Wie soll ich bitte ums Verrecken da stehen bleiben? Wie ums Verrecken? Und ich habe den Laden gerade noch nicht mal gesehen. Das ist ja wieder das Lustige. Alter, da kriege ich Kotzkrämpfe bei sowas, wirklich. Weißt du, hinter mir übelst Verkehr, bleibst du stehen, hast du sofort die komplette Straße blockiert. 3 Autos hinter mir, Streifenwagen, herrlich. Das kann ich mir nicht leisten. Da habe ich keinen Bock drauf, jetzt auch noch mit dem Polizisten zu diskutieren, warum ich ausgerechnet hier mitten in der Innenstadt einen scheiß Kackkunden anliefern muss, wirklich. Sorry, wenn ich da so am Fluchen bin, aber das ist halt genau das, was in dem Augenblick durch meinen Kopf geht. Warum muss ich hier sein? Macht es Sinn? Nein, das macht es nicht. Muss das sein? Nein, das muss es nicht. Guck mal, der LKW-Fahrer hier, der denkt mit. Jetzt muss ich mir zur Hölle wieder einen Gedanken machen, wo ich hier irgendwo wenden kann. Und das brauche ich hier in der Innenstadt nicht versuchen. Das heißt, ich muss wieder rausfahren aus der Stadt komplett. Und muss mir wieder irgendwo irgendwas suchen, wo ich genug Platz habe, um die Kiste zu wenden. Und das für 2 kleine Kackpakete, wirklich. 2 kleine Kackpakete. Das macht weder Spaß noch Sinn. Aber der Möbelkutscher ist mittendrin. Einmal hier bedanken. Ja, das sind natürlich, hier gibt es natürlich Kreisverkehre, diese Dinger, die man in Deutschland nicht mal ansatzweise als Kreisverkehr bezeichnen würde, wer weißt du? Und hier soll ich irgendwo drehen oder was? Ja, ums Verrecken wird das nicht gehen. Dann ist hier noch überall Schulweg. was auch noch immer echt dazu kommt. Das heißt, ich muss aufpassen mit meiner Geschwindigkeit, dass ich bloß nicht über 20 komme quasi. Da vorne ist dann wieder 40. Da darf ich dann. Hier vorne steht auch schon wieder die Polizei. Das kostet nur Nerven, wirklich. Das kostet nur Nerven. Und Zeit. Beides habe ich nicht. Ich will auch mal irgendwann nach Hause, ja? Weil ich habe auch ein Leben außerhalb von diesem LKW. Kaum zu glauben, aber wahr. Man glaubt immer, man ist mit der Firma verheiratet und nicht mit der Frau. Satan, ja, jetzt darf ich nur 1,6 Meilen fahren, bevor ich irgendwo wenden kann, angeblich. Laut LKW-Navi. So in 1,3 Meilen soll ein Kreisverkehr kommen. Ich hoffe, der ist groß genug. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Gas. Ich bin jetzt gerade mit 42 Meilen unterwegs. 40 darf ich. Aber versteht ihr jetzt das Dilemma? Ja, es kann sein, dass du viele Kunden hast. Alles gut. Und es kann auch sein, dass die meisten davon überhaupt nichts groß kriegen. Nur 2 Pakete oder ein Paket. Aber wenn du 7 oder 8 Mal sowas hast, dann hast du danach einfach einen Kaffee auf. Und dann ist danach einfach mal gut. Und das ist auch der Part, der am allerwenigsten Spaß macht an dem gesamten Job. Das sind diese Klüngelkunden. Lieber lade ich einen kompletten Auflieger ab, als 10 Mal irgendwelche Klüngelkunden abzuladen. Schon klar, oder? Nochmal 30. Boah, ich hoffe, dass dieser Kreisverkehr groß genug ist, sonst kriege ich echt einen Föhn. Nochmal eine Baustelle. Mit Ampel. Im besten Falle verliere ich jetzt halt noch ein bisschen Zeit. Nee, Ampel ist grün. Aber ich muss ja durch die Baustelle gleich nochmal durch. So, da jetzt ist schon mal wieder irgendwas gegen meinen Spiegel geklatscht hier. Weil wir hier jetzt so übelst viel Platz haben, wisst ihr? Da muss man eigentlich nicht mehr groß kommentieren, oder? Da weiß man dann, was abgeht. Wenn man das hier sieht. Spaß ist anders. Ging mir sogar die Zigarette dabei aus, echt. Und da fragt man sich, warum LKW-Fahrer am Rauchen sind. Weil wir sonst den ganzen Tag irgendwelche Gummibärchen fressen müssten, um unsere Laune irgendwie hochzuhalten und den Stress wegzuballern. Ja, dumm, nein, dummes Beispiel. Rauchen ist keine Alternative für gar nichts. Das macht man einfach, ja, es ist ungesund, ja. Na, kack mal schön, Digga. Habt ihr gesehen, der Hund hat mal eine ordentliche Wurst gedrückt, ey. Da vorne kommt der Kreisverkehr. Aber wenn es am nächsten Anlauf nicht klappt, dass ich da stehen bleiben kann, wisst ihr was, dann hau ich ab, dann fahre ich weiter. Ich habe hier keinen Bock, den Idioten vom Dienst zu spielen. Jetzt sind wir nämlich wieder 2,9 Meilen vom Kunden weg, die wir jetzt wieder hinfahren dürfen. Das ist ökonomisch, ist das reinster Irrsinn. Umwelttechnisch ist das reinster Irrsinn. Das ist ein 40-Tonner wegen 2 Päckchen 3-mal irgendwie am Kunden vorbeifahren muss, bevor er die Möglichkeit hat, da anzuhalten. Klappt jetzt mit seiner Hose auf. Sind wir gleich wieder an der Baustelle. Ah, guck mal, jetzt noch mal ein bisschen pushern hier. Das ist eine sie, so wie sie sich hinhockt. Ha! Habt ihr den Hund gesehen? Ja, ne? Ja, Leute, ich lasse die Kamera jetzt einfach laufen, weil das will ich euch mal zeigen, wie das hier abgeht. Ich habe die Päckchen schon auf dem Bett liegen. Damit ich beim Kunden nicht noch hinten an den Auflieger muss, sondern einfach nur zack, rausschmeißen und fertig. Wisst ihr? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Fuck. Oh, guck mal, die Ampel wird sogar wieder grün. Ich kann ja sogar nachvollziehen, dass der Kunde keine Lust hat, für so ein paar Teile, die er da ab und zu kriegt, irgendwie einen Spediteur zu engagieren oder so, ne? Wo ich das quasi hinbringen könnte, damit er sich das da wegholt. Aber so ein Self-Storage ist doch die optimale Lösung. Das machen doch die meisten hier. Nur er nicht. Er und viele andere. Für die ist das irgendwie keine Alternative. Kostet ja 1 Euro extra. Oder 1 Pfund. Nur 1 Pfund auf dem Tisch liegen. Volles Pfund, hör mal. Wir ballern halt hier durch die Walachei dafür. 2 Meilen. Und die Spiegelkappen, ne? Die lackierten Spiegelkappen, die leiden hier in Großbritannien echt volles Pfund, ne? Die werden immer ausgepeitscht von den Bäumen und den Sträuchern. Kann man sich kaum vorstellen. Weil man halt keinen Grünstreifen hat, nein, man hat direkt den Wald an der Straße in die Straße stehen. Pkw-Fahrer interessiert das ja auch nicht, die haben da keine Probleme mit, aber als Lkw-Fahrer oder Busfahrer hast du da halt Probleme mit und zwar nicht zu knapp. Zack, wieder was am Spiegel gekriegt. Und dabei war ich rechts ganz an der Linie. So, und deswegen lasse ich das jetzt auch mal echt in Echtzeit laufen. Ne? Genau deswegen. Damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was man hier so 20, 25 Mal in der Woche hat. Dass das nervenaufreibend sein kann. Dass das auch mal wenig Spaß machen kann. Ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch das ist der Job. Auch das ist der Job. So, jetzt sind wir wieder bei 30. Denn das letzte, was ich will, ist noch ein Ticket für zu schnelles Fahren. Das ist in Großbritannien nämlich auch ziemlich teuer. Hier ist 20. Schilder sind noch ziemlich klein hier in Großbritannien. Man denkt manchmal so, das sind so Spielzeugschilder, so selbstgemachte. Nein, sind es nicht. Sind sie nicht. Jetzt muss ich den Range Rover gerade noch vorbeilassen. Das wird sonst ein bisschen enger. Bus auch ein bisschen Platz lassen. Ach ja. Anlauf Nummer 2. Scheppert auch immer ganz gewaltig hier im Auto, ne? Also auf dem Rücken kriegt man das gar nicht so mit, aber man hört es immer auch gerade im Video ziemlich deutlich, wie das hier am Scheppern ist. Ich fahre ja auch mit Absicht ziemlich langsam, damit auch der Letzte hinter mir kapiert, dass ich hier vielleicht gleich irgendwo anhalten muss, um irgendwas abzuliefern. Ne? Also das ist schon eine ganz kühle Berechnung, dass ich jetzt mit Absicht ziemlich ruhig mache. Da ist es Howard. So, und direkt vor seinem Laden ist natürlich alles zugeparkt, so wie es aussieht. Jetzt muss ich halt einfach hier einfach so stehen bleiben. Anders ist es gar nicht machbar. Bis gleich, Leute. So, Leute, da ist er wieder. Schnell den nächsten Kunden eingeben. EN 89 TJ. Okay. Los geht's. Ja, das war's. Das war's jetzt einmal in Echtzeit. Eine Kundenanlieferung für 2 Teile. Damit ihr mal ein Gespür dafür kriegt, wo auch bei kleinsten Anlieferungen der Stressfaktor liegen kann. Okay Leute, in dem Sinne sage ich erstmal bis später, denn Wie ich schon mehrfach gesagt habe, sonst wird das Video 100 Stunden lang. Alles klar, bis dann, ciao. Ach ja, was ich euch noch erzählen wollte, wir haben jetzt bis zum nächsten Kunden wieder 36 Meilen. Das ist eine Stunde Fahrt. Hm? Nur so für das Gespür hier zwischen den Dingens. Ne? Also ich habe im Durchschnitt immer eine Stunde zwischen den Kunden. So, wenn man das jetzt mal hochrechnet, wisst ihr, was ich ungefähr an Fahrzeit auf der ganzen Tour zwischen den Kunden immer hatte. Also es war durchschnittlich eine Stunde. Manche hatten 2 Stunden, manche hatten 30 Minuten. Ne? Durchschnittlich eine Stunde. So. 36 Meilen, Ankunft 11 Uhr. Und jetzt ist es 10 Uhr. Na? Nur noch mal so als Zwischenstand. Bis dann. Ja, Leute, wir sind unterwegs zum vorletzten Kunden. Es sind noch 1,9 Meilen, aber ja, Murphy's Law. Ne? Murphy's Law. Stau. Keine Ahnung warum. Vielleicht nur wegen der Kreuzung, vielleicht nur, keine Ahnung, Baustelle. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon seit, keine Ahnung, seit 10, 15 Minuten am Kriechen. Ne? Was soll man machen? Vorletzter Kunde, der kriegt genau ein Teil. Liegt schon auf dem Beifahrersitz. Ich habe ja mal bei DPD gearbeitet und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte die Scheiße hinter mir gelassen. Weit gefehlt. Ja. Es wird, ich denke mal, Samstagnachmittag, bevor ich zu Hause bin. Montagmorgen machen wir noch schnell einen Koffer, einen halben Koffer leer. Allerdings im Nahverkehr, und zwar in Porta bis Espelkamp, 3 Kunden. Für den ersten großen Kunden in Porta, der 30 Kubik kriegt, machen wir es auch so, da ist ein Kollege von mir da, weil da muss man zu zweit entladen. Das ist dann eine Grundvoraussetzung. Das heißt, dann machen wir die 30 Kubik machen wir gemeinsam. Dann haben wir noch irgendwie, ich glaube, 3,5 Kubik oder sowas auf dem Auto. Die fahre ich dann gerade alleine aus. Ist auch kein Beinbruch, ne? Und dann geht es am Dienstagmorgen, Dienstagnacht, also von Montag auf Dienstagnacht muss ich dann los. Mich auf den Weg machen, dass ich sehr früh morgens, am besten so gegen 4:30 im Flughafen bin. Da ich mich im Flughafen von Frankfurt City überhaupt nicht auskenne, macht das auch Sinn, sehr früh da zu sein, um den Flug bloß nicht zu verpassen, denn das wäre Worst Case und das wollen wir nicht. Ja. Puh. Was soll man machen? Was soll man machen? Drauf hier schissen, ne? Und in Popo geleckt. Dann geht es nämlich, wie gesagt, Dienstagmorgen mit dem Flugzeug um 7:20 Uhr oder so rüber nach Malaga. 10 Uhr Ankunft. Da am besten noch mal gerade ein bisschen ausruhen, bevor es dann am Dienstagnachmittag, Abend startet. Ah, ich muss aber abbiegen hier. Dann Mittwochmorgen geht es direkt weiter. Dann den LKW filmen, die neuen LKWs filmen. Dienstagnachmittag geht es direkt wieder zurück. Und dann mal schauen. Und dann mal schauen. Ob dann Donnerstag, Freitag noch was kommt oder nicht. Müssen wir einfach mal sehen. Viel wichtiger ist jetzt erstmal, dass ich hier diesen Kunden packe. Boah, hier sind wieder Straßen, ey. Dann wird wieder so eng. Ich muss wieder die PKWs erst alle durchlassen, weil da kommst du nicht mal neben dem PKW her. Das ist halt Großbritannien, ne? Das lebt und lebt. So, jetzt können wir durch. Der Kunde ist mitten auf dem Land. Und es ist so wie so ein kleiner Bauernhof, der jetzt so ein Mini-Industriegebiet ist. Aber nicht Industrie im Sinne von Industrie, sondern eher im Sinne von, da sind halt ein paar Läden und ein paar Werkstätten. Mehr ist da nicht. Boah, wieder so eng, dass mein Spiegel hier gegen das Grün klatscht. Das liebe ich ja. Das liegt direkt an der M11, also an der Autobahn M11. Da muss ich drunter her und dann erreiche ich diesen komischen Hof. Guckt euch diese Überschwemmung an. Es hat vorhin beim Kunden, wo ich vorher war, so geschifft, dass sich auf dem Auflieger ein See gebildet hat. Boah, was für Wassermassen, ne? Die sind alle runtergekommen in, keine Ahnung, 20, 30 Minuten. Das war echt übel. Das war wirklich übel. Ihr merkt eigentlich rede ich gegen meine schlechte Laune an. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann. Guck mal, hier ist 19 Grad und hier wird ganz kurz getragen. Aber ganz, ganz kurz. Hier trägt aber das kurze schwarze Hörmer. Kann man machen, ne? Oh, einmal über den Bahnübergang. Da war ich zum Glück schön langsam. So, und jetzt sollen wir in 0,8 Meilen da sein. Also das sind ungefähr ein Kilometer. 0,8 sind ungefähr ein Kilometer. Jetzt weiß ich nicht, ob das von der Seite aus gesehen vor oder hinter der Autobahnbrücke ist. Sollen wir mal schauen. Es wird wieder eng. Wenn hier ein LKW entgegenkommt, ne? Klatscht du dreimal in die Hände, machst 2 Stoßgebete und dann fängst du an zu fluchen. Wenn ein PKW entgegenkommt, fängst du nur an zu fluchen. Oder auch nicht. Also nicht automatisch. Oh, schön durchs Grün, wieder hier mit dem Spiegel und mit dem Dach. Es hängt halt alles so tief hier. Und hier ist halt auch auf diesen Straßen ordentlich Verkehr, ne? Oh, Reifen durchgedreht. Schon wieder. Wo richtig glitschig hier die Straßen. Krieg ich kaum Grip. Ja, das ist halt, wenn du so übelst Drehmoment hast, so wie in dem Fall hier mit dem S500, übel Drehmoment, also richtig übel Drehmoment und gleichzeitig kein Gewicht auf der Achse. Ganz schlechte Kombination. Und dann Slippery Roads. Wisst ihr Bescheid. Jetzt muss das ja hier mal gleich irgendwo kommen. Ich bin der Meinung, dass ich bei diesem Kunden auch schon war. Ich bin zumindest der Meinung. Ja, da vorne ist er doch. Da vorne ist er. Little Hyde Hall. Das ist dieses Mini-Industriegebiet. Das ist auf der linken Seite jetzt. Vor der Brücke. Normalerweise komme ich immer von der anderen Seite. Mal frühzeitig einen Blinker anmachen. Alle vorwarnen, dass ich hier gleich ausschere und ein bisschen Platz mir nehme. Weil genau hier muss ich rein. Jetzt stelle ich mich quasi hier auf den Autoparkplatz drauf und drücke genauso wie ich gekommen bin, nachher einfach rückwärts raus. Arschlecken 3,50. Ja, schnell rausschmeißen hier den Scheiß. Mal einmal kurz hier ein Blatt suchen. John Demian Kitchens, ja bla 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 bla, habe ich. Das ist mein Durchschlag, habe ich auch. Kugelschreiber mitnehmen und Attacke. Ach, Motor kann ich ausmachen, ne? Machen wir mal. Ah, ich lasse euch mal an, dann könnt ihr mal in Echtzeit sehen, wie schnell das geht, hier abzuladen. Im Gegensatz zu der Zeit, die man braucht, um irgendwo hinzufahren. Hallo. In here. Lovely. Thank you very much for bringing it in. I appreciate it. Have a nice weekend. Ja, das war's schon. Jetzt können wir direkt wieder einsteigen. Ich hasse es. Letzten Kunden eingeben. Adresse CM14 1 Freizeichen 4 LG. Jetzt muss ich mal gerade im Handy parallel gucken. Soll nicht so weit weg sein von hier. Sollen 10 Meilen sein. Ankunft 10 vor 2, da ist der Kunde noch gar nicht da. Laut den Informationen, die ich bei mir aus dem Büro schon bekommen habe vorab. CM. Eins, 4, L, G, Chelmsford. Ob das richtig ist? Fuck, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn das? War ich da nicht schon mal? Jo, da war ich schon. Okay, da können wir so hinfahren. Das macht, glaube ich, überhaupt nichts. Weil ich bin der Meinung, dass das nämlich genau bei ihm hinten an die Halle dran kommt. Gut. Also, Pferdesatteln. Rückwärts rausziehen, genau so wie ich gekommen bin. Leute, könnt ihr mal sehen, was wir heute alle veranstalten mit euch. Hey. Echtzeit live dabei, wie ich Kunden anfahre, ablade, Navi füttere und direkt zum nächsten Eier. Und jetzt hochgradig gefährlich, rückwärts auf 180 Grad auf eine Straße zurück. Immer in der Hoffnung, dass die Leute hinter mir auch nur halbwegs Augen im Kopf haben. Und auch nur halbwegs den Verstand walten lassen, mir hier mal eine Minute einzuberaumen, damit ich hier rückwärts auf die Straße draufdrücken kann. Seht ihr, das meine ich. Da wird einfach direkt hinterm LKW nochmal lang geballert. Als ob es keinen Morgen gibt. Und dabei muss ich doch einfach nur hier rückwärts auf die Straße drauf drücken. Kann auch eigentlich nicht so viel verlangt sein, oder? Oder einfach doch. Guck mal, da haben wir einen, der hat gehalten. Super geil. Super geil. So, jetzt habe ich gerade parallel das Ganze gefilmt mit meiner Mini-Action-Cam. Super, hat funktioniert. Super, super, super. Cam kann wieder aus. Das machen wir in Zukunft, glaube ich, öfter mal so, dass ich die dann schnell nehme, raushalte, filme und dabei erzähle und rückwärts. Ihr wisst, was ich meine. Na? So. Jetzt haben wir 10 Meilen bis zu dem Kunden. Da ist direkt an der Straße wie so ein Schotter. Da kann ich stehen bleiben. Da muss ich dem seine ganze Scheiße einmal wegtragen. Ja. Oder ich drücke direkt rückwärts bei ihm auf dem Hof. Ja, ich glaube, das wäre sogar besser. Das wäre, glaube ich, sogar wirklich besser. Letzter Kunde. Letzter Kunde. Jetzt wird es nochmal kribbelig. Aber ich werde euch jetzt nicht 10 Meilen hier mitnehmen. Leute, das geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Alles klar. Rindjahauen. Bis später. Okay, Leute. So, letzter Kunde, machen wir die Anfahrt auch nochmal gemeinsam, damit ihr euch das angucken könnt. Zumal ich das ja geplant habe, auch mit der kleinen Kamera nochmal ein bisschen nach außen hin zu filmen. Beim Rückwärtsrangieren. So, wir haben jetzt noch 1,9 Meilen. Dieses Klicken ist wieder da. Ich weiß nach wie vor nicht, was es ist. Woher es kommt, es war weg, nachdem der LKW in der Werkstatt war, um seine Kameras zu bekommen und so. Komischerweise ist es jetzt wieder da. Ich glaube einfach, Kriemhild mag Großbritannien nicht mehr. Das ist der einzige logische Weg. Also die einzige logische Erklärung, oder? Leute, muss doch so sein, oder? Es muss doch so sein. Anders geht's gar nicht. muss. Puh, ich bin jetzt, um zu diesem Kunden zu fahren, nicht ein einziges Mal abgebogen. Ganz im Gegenteil, der Kunde liegt quasi an genau der gleichen Straße wie der Kunde davor. Nur 10 Meilen weiter hinauf. Oh Mann, ey. 1,4 Meilen. Und es soll ja auf der rechten Seite sein, das wäre total doof. Da müssten wir nämlich vorwärts auf dem Hof fahren. Weil über den rechten Spiegel hier rein zu rangieren, das macht keinen Sinn. Ich habe hinter mir eine Karawane. Das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Aber dass das Navi sagt, es ist auf der rechten Seite, hat nichts, ich wiederhole, nichts zu bedeuten. Weil ich meine, dass der Kunde auf der linken Seite sitzt. Ich war zwar erst einmal da, aber es gibt so Dinger, die merkst du dir. Es gibt so Dinger, die wirst du dein Leben lang nicht mehr vergessen. Du bist einmal reingedrückt, hast du im Kopf. Da weißt du, ah, ja, da. Der war das. Der, wo ich mir einen abgebrochen habe. Oder der, den ich gesucht habe. Oder der, der mitten in der Pampa liegt. Dementsprechend merkt man sich das halt einfach. So. 0,8 Meilen. Es bleibt also spannend. 0,7 Meilen. Ich gucke schon mal immer so ein bisschen über den Acker drüber weg, aber wir sehen auf der rechten Seite noch nicht. 0,5 Meilen. Okay, die Kurve, jetzt kommt noch eine Linkskurve. Ich gehe schon mal ein bisschen runter mit dem Speed, damit auch die letzten Superleute merken, dass da gleich irgendwas passieren könnte. Okay, siehst du, genau. Guck mal hier, das Navi sagt, oh, du bist jetzt da. Nee, bin ich nicht. Das ist auf der linken Seite. Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher. Die Frage ist nur, ist es hier gewesen oder noch deutlich weiter? Es ist hier gewesen. So, jetzt muss ich einmal hier schnell rückwärts rein rangieren. Deswegen bitte einmal nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen ruhiger werde. Halt echt wieder so ein Kunde, der verhältnismäßig engen Zufahrt hat. So, da seht ihr es. Ja, hier bin ich auf jeden Fall schon mal gewesen. Also gesagt, das Ding, ne? Hier. Das merkt ihr euch. Wenn ihr so, bei sowas mal drin wart, das vergesst ihr euer Leben lang nicht mehr. Das sind so Dinger wie Heckler und Koch, ne? Bleibt im Kopf. Ja, für die Außenkamera, die jetzt so ein bisschen wackelt, Leute, ich habe die nur in der Hand, ne? Deswegen bitte nicht wundern. Bitte nicht wundern. Das Tor ist auch zu. Das heißt, ich werde gleich einfach mal stehen bleiben müssen. Beim Kunden noch mal anrufen. Jetzt fahre ich aber noch ein Stück vor, damit ich die Tür auf der rechten Seite überhaupt aufkriegen kann. Falls ich nämlich schon mal abladen will. Also, bis gleich! Okay, Freunde, so, unser letzter Kunde diese Woche ist abgearbeitet. Es ist mittlerweile 14:14 Uhr britische Zeit, das heißt bei euch ist es 5 Viertel nach 3 auf dem Freitag. Ich habe jetzt noch 97 Meilen bis in den Hafen nach Dover. Das reißen wir auch auf einer Pobacke ab, aber ganz sicher. Und ja, dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich für alle, die bis hierhin dabei waren. Ja? Das Hashtag für diese Woche. Was wollen wir denn da nehmen? Cool bleiben. Cool bleiben wäre, glaube ich, ganz gut. Weil ich musste ganz oft cool bleiben, um nicht den Glauben daran zu verlieren, noch fertig zu werden. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Hashtag für diese sehr, sehr, sehr anspruchsvolle und trotzdem auch irgendwie schon wieder cool zu filmende Woche. Ich meine, es ist mal wieder ein Special. Es ist mal wieder was, wo man wirklich was zeigen konnte, wo man euch auch mal am Leben dessen, was ich hier mache, ja, an der ganzen Woche richtig, richtig viel teilhaben lassen konnte. Wir haben gelacht gemeinsam, wir haben geflucht gemeinsam. Ich war so manches Mal auch, ja, am Abgrund meiner Nervenkapazität. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, dass man Kunden echt beschissen anfahren kann und noch beschissener stehen bleiben kann. Das zehrt. Das zehrt an den Nerven. Dann noch diese ganze Aufregung, die im Augenblick mit reinspielt, was nächste Woche anbelangt. Das zehrt halt einfach. Das ist auch nicht schlimm. Gemeinsam haben wir es ja gerockt. Es hat mich mega gefreut, dass ihr dabei wart. Wirklich mega. Und dementsprechend, ja, freue ich mich einfach auf das nächste Video mit euch. Mal gucken, ob das hier zwei Teile werden oder nur einer. Keine Ahnung, aber wenn wir über 3,5 Stunden kommen, teile ich das Ding. Weil 3 Stunden der mit dem Wolf tanzt, okay, aber wir machen hier keinen 6 Stunden Extended, das kriegen wir nicht hin, ne? Wir machen hier nicht das Boot daraus, auf keinen Fall. In dem Sinne, Leute, ich verabscheue mich ins Wochenende. Ne? Cool bleiben und wir sehen uns dann bald mit ganz, ganz tollen neuen Bildern vom neuen DAF aus Malaga. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die mich immer mit netten Worten in den Kommentaren oder per E-Mail erreichen. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank natürlich auch an all die Unterstützer, die diesen Kanal hier wirklich tatkräftig mit finanziellen Hilfen auch unterstützen. Ich weiß, mir wird mittlerweile sogar von so 1 oder 2 Menschen vorgeworfen, dass ich hier irgendwie geldgeil wäre oder so. Naja, wie gesagt, ihr müsst überhaupt nichts, aber ihr dürft alles. Und das sollte auch unser Motto sein. Nichts muss, alles kann. In dem Sinne, Rinjahauen.